Nintendo. Jetzt fangen wir an. Und ich muss jetzt kurz warten, weil da oben die ja, Shader bzw. die HD-Texture-Sachen laden. So, finished in 60,3 Sekunden. Das dauert auch immer unterschiedlich lang. Interessant. Und ja, das Titelbild ist auch schön geändert auf Luigi's Mansion HD. Schön und gut. 2001 Japan, wie gesagt. 2002 wahrscheinlich Europa. Das erste GameCube-Spiel weitestgehend, soweit ich weiß. Mehr eine Tech-Demo irgendwie, aber gut. Ist trotzdem ein schönes Spiel. Wirklich, ich fand GameCube cool. GameCube war quasi neben dem N64 meine erste Konsole. Ich habe zwar N64 gehabt und SNES, aber SNES relativ wenig Erinnerungen dran. N64 relativ viele Erinnerungen, aber ich habe damals auch nicht zwischen den beiden großartig unterschieden. Hauptsache ich habe gezockt. So blöd das klingt. Und GameCube war quasi meine erste eigene, sag ich mal. Es war eine schöne Zeit. Mario Party, Sunshine, Sonic Adventure 2. Ich finde es bis heute schade, dass ich echt das Paper Mario auf dem GameCube nicht selber besitze. Das müsste ich über einen Emulator mal nachholen. Gut. Nein, ich hatte doch gerade so in meinen TV-Armatur gepasst. CD ist nicht. Das Ding hat ja sogar irgendwie LAN-Möglichkeiten gehabt. Das habe ich mich immer irgendwie auf der Rückseite von meiner Mario Kart Double Dash Packung gelesen. Bis zu 12 Spieler oder so. Oder bis zu 8 Spieler online oder so. Und ich habe es nie gefunden, weil ich damals keine Ahnung von Internet hatte. Beziehungsweise Internet war für mich immer so eine Art Gerücht. So wie das klingt. Gut, Settings haben wir gerade eingestellt. Also gut, Plan ist, versteckte Villa spielen. Das Ganze blind. HD Texture Pack habe ich installiert. Ja. Und das Ganze am besten jetzt gleich langsam anfangen und von Anfang bis Ende durchspielen. Ich muss gleich ein bisschen tricksen. Ich habe nämlich einen Save-File runtergeladen. Wo das Spiel schon durchgespielt worden ist. Weil die versteckte Villa kann man erst dann machen, wenn es durchgespielt ist. Es ist ein bisschen blöd. Ich hatte jetzt keinen Bock, das Spiel selber durchzuspielen, also musste ich mir irgendeinen Save suchen. Dementsprechend werde ich jetzt einen Save starten, damit wir das Intro bekommen. Und sobald wir das Intro durch haben, kann ich den Spielstand beenden und kann hierauf wechseln und dann die versteckte Villa betreten. Es ist ein bisschen kompliziert gemacht, aber geht nicht anders. Konsolen miteinander verlinken. Das ging mit der Xbox auch. Die Xbox hat dabei mit. Was? Hat bei mir die Gangart abgelöst. Und war logischerweise Halo. Ja, wie gesagt, ich war pur Nintendo. Auch Handheld oder Konsole. Und. Dann irgendwann, dann so 2010 herum, ging PC-Kram bei mir los. Der Anfang vom Ende. Und bevor ich jetzt noch länger quatsche, neues Spiel. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht großartig laggen wird. Eigentlich die 1070 sollte es eigentlich hinbekommen mittlerweile. Dimension, hier. Yay, yeah, wir haben eine echt schöne Karte, um unsere Villa zu finden. Achso. Sorry. Ich glaube, das erfahren wir gleich noch irgendwann, aber kurz vorweg, wir haben eine Villa gewonnen. An einem, ja, ich schreibe es am besten, bei einem Gewinnspiel, an dem wir nicht mal teilgenommen haben. Jeder normale Mensch denkt sich dann so, wo ist der Fehler? Ich denke sich, geil, hinter. Sagen aber, die Texturen sehen echt schön aus. Das sind zwar nicht die Originaltexturen hochskaliert, aber das sind trotzdem passende Texturen. Wir können uns ja am Ende mal den Unterschied zwischen Original und Texture Pack angucken. Sieht schön scharf aus. Oh mein Gott, das war ein GameCube-Spiel. Jo, und wir sind im Spiel drinne. Keine Patches laden, keine Tutorials, geht noch nicht. Aber wir dürfen rumlaufen. Und da haben wir schon das Beste im ganzen Spiel. Luigi, der sich an irgendwelchen Objekten vergnügt. Das sieht. Ja komm, mach's nochmal. Das sieht so falsch aus. Hör auf, dagegen zu klopfen. Das sieht so falsch aus. ja. Ich will auch eigentlich gar nicht so lange rumtrödeln. Ich leg's übrigens nicht auf den A-Rang an, weil. Das ist auch so ein Punkt. In der Paul-Version, die ich jetzt spiele, ist, glaube ich, neben der japanischen Version die einzige Version, wo man die gespiegelte Villa hat. Und. Man kann nur in dieser Villa, im Hard-Mode, quasi den besten Rang bekommen. Man kann im normalen Modus den A-Rang nicht bekommen, weil es zu wenig Geister dafür gibt. Und zu wenig Geldquellen. Und ja, Geldquellen, man kann
Geld sammeln. Also, ich war gerade verwirrt, warum jetzt hier eine Tür ist, aber das ist hier noch der normale Modus jetzt gerade. Stimmt hier, stimmt hier. Gut, dann. Jo. Tür ist abgeschlossen. Ab nach Hause. Ein fliegender Schlüssel. Nebenbei diese Türanimation. Ich weiß nicht, ob ich die mal skippe oder ob ich die durchlaufen lasse. Je nachdem, wie es gerade kommt, wahrscheinlich. Ich finde es auch schön. Jetzt so in dieser ersten Sequenz, der Geist, der da gerade war, oder Spoiler, es war ein Geist. Wer hätte das in diesem Spiel gedacht? Der war sehr durchsichtig und nicht zu erkennen. Es wird spätestens gleich irgendwann komplett anders sein, dann sieht man sie nämlich komplett. Ich habe auch keine besseren Fähigkeiten eigentlich als jetzt dann. Dementsprechend, das macht keinen Sinn, diese Sequenz, dass man die nicht komplett sehen kann. Aber okay, atmosphärisch ist es. Na los, mach auf. Angsthase. So eine alte Villa würde ich auch mal gerne erkunden wollen, die ist irgendwie jahrelang leer stand. Salon. Das sieht schon sexy aus jetzt, dieser Strudel. Oh mein Gott. Gab's das? Das Ding hat Texturen gehabt? Okay. Jetzt würde mich interessieren, wie die Originaltexturen da aussehen würden. Ich hab's gerade nicht im Kopf. Wir sind übrigens. Wieso war er eigentlich hier eingeschlossen? Der Kleine. Autsch. Oh, das war ich noch eine ganze Weile schwer zu tun haben. Ich bin zu alt für diesen spukigen Unfug. Kann ich skippen. Nun denn, gestatten, man nennt mich Professor Igitt. Igitt. Igitt, Igitt. Dieses Haus, ich glaube, von Tag zu Tag spuken hier mehr Geister. Aber was hat ein junger Hüpfer wie du hier überhaupt verloren? Oh, das sieht gar nicht gut aus. Also Kleiner, leg einen Zahn zu mir nach. Tempo, Tempo. De, 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 de. De. Nebenbei, ich glaube, das ist der einzige Typ, der in diesem Spiel großartig redet. Weil, nee, es ist auch gelogen. Glaube ich. Na, es ist gelogen. Aber ich gebe ihm, weil er am meisten redet, gebe ich mir jetzt einfach mal meine normale Stimme ab jetzt, weil es ist einfach auf Dauer. Andere Personen, die reden werden, die sind immer nur von kurzer Dauer, von daher. Luigi war der Name, stimmt's? Ich glaube, das Schicksal hat dafür gesorgt, dass sich unsere Wege kreuzen. Gut abgepasst. Luigi. Wie, du möchtest wissen, wo du dich befindest? Nun ja, diese heimliche Stube dient mir als Zentrum meiner Geisterstudien. Professor Igitts Geisterforschungslabor. Oder schlicht und ergreifend das Labor. Ja. Falls du Abkürzung bevorzugst. Du hast diese Villa bei einem Wettbewerb gewonnen, an dem du nicht einmal teilgenommen hast. Das klingt mir sehr verdächtig. Du bist also tatsächlich von der Existenz der Villa überzeugt. Ist merkwürdig, das Ganze. Da zeichnen sie keine Rudeltiere. Ich lebe hier schon seit ein junger Kerl von 20 Lenzen. War. Was sind Lenzen? Aber okay. Und ich sage dir eines. Diese Villa ist erst vor wenigen Tagen aufgetaucht. Die Geister haben dich zum Narren gehalten. Keine Ahnung, ob es nur ein böser Traum ist, eine Illusion oder was auch immer. Aber ich wäre nicht sonderlich begeistert. Ha, ha, ha. Oh Gott. Wenn ich ein Spukhaus gewinnen würde, wo ich dich so sehe, fällt mir wieder etwas ein. Ein Kerl mit einer roten Mütze, die deiner ganz ähnlich sah, lief rauf zum Haus. Er hielt dich einmal für ein kurzes Pläuschen und er kam nicht zurück. Oder habe ich das doch nur geträumt? Sitze. Wie bitte? Der Kurze war dein Bruder? Oh nein, wie furchtbar. Ohne meine Hilfe hat er nicht die geringste Chance gegen diese Geister. Du musst ihm folgen. Bekommt einen Geistesblitz. Ah, Geistesblitz. Ah. Oh Gott. Oh Gott, war es echt. War das Spiel so schlimm? Ich zeige dir, wie du mit den Geistern fertig wirst, damit du deinen Bruder retten kannst, Luigi. Damit ich bloß nicht selber da rein muss. Weil ich habe schon gegen einen Geist
Okay. Warum? Es macht bestimmt in irgendwelchen Varianten Sinn, nur seitwärts zu laufen mit Luigi, aber ich mach Standard. Komm. Und jetzt haben wir das Tutorial. Dies ist der Staubsauger, den ich zur Geisterjagd entwickelt habe. Ich nenne ihn. Das ist genial. Steck weg 0816. Er schluckt alles Mögliche und Unmögliche. Wirf ihn mal an. Die R-Taste gedrückt, um zu saugen, und bestimme die Richtung mit dem C-Stick. Sag nicht, du willst jetzt raus, Katze. Nee, du willst fressen, Katze. Gut. Ganz gleich, wie stark deinen Bruder hältst. Geister sind recht rätselhaft. Auf herkömmliche Weise kann man sie nicht fangen. Aber solltest du das hier einsetzen? Nur so kannst du sie zwingen. Davor fürchten sich maßlos. Okay, lesen ist heute Abend nicht meine Stärke. Oder so ähnlich. Ja, was hältst du davon, wenn wir nun mit deinem Training beginnen? Geister mögen es dunkel. Folglich meiden sie das Licht. Wenn du sie also mit einem Lichtstrahl blendest, stehen sie für einen kurzen Moment unter Schock. Dann ist es Zeit, den Sauger zu aktivieren. Wenn du nah genug dran bist, dann halte die R-Taste gedrückt und halte den Control-Stick in die entgegengesetzte Richtung. Weg vom Geist. Versuche es doch mal. Auf diese Weise lernst du es viel besser, als wenn du mir nur beim Plaudern zuhörst. Ja. Ich finde auch das Einsaugen deutlich angenehmer an diesem Spieler zum zweiten Teil. Und denke daran, jedes Mal, wenn das Herz eines Geistes sichtbar wird, kannst du ihn aufsaugen. Während des Saugens musst du den Kontrollstick in die entgegengesetzte Richtung steuern, um ihn aufzusaugen. Wobei den Boost... Falscher Knopf, verdammt. Wenn das Herz des überraschten Geistes erscheint, kannst du ihn aufsaugen, indem du die R-Taste gedrückt hältst und den Kontrollstick bewegst. Bewege den Kontrollstick... Wie oft denn noch? Kontrollstick im Gegensatz zum Geist. Ah. Okay, es spielt sich. Hält sie sich sehr flüssig sogar. Okay. Bewege den Kontrollstick wiederholt und möglichst schnell in die Gegensatzrichtung, um die beste Wirkung zu erreichen. Versuche möglichst nahe heranzugehen, bevor du das Licht einschaltest. Blende sie mit dem Licht, wenn sie in der Nähe sind. Klick, klick, je mehr, umso besser. Hast du es verstanden? Ja. Okay. Wo ist jetzt gerade das Problem? Irgendwie. Ich habe ein Problem mit dem Zielen. Ey Kleiner, streng dich an, wenn du so weitermachst. Wirst du niemals deinen Bruder finden. Ah, sie kommen. Ich glaube, je nachdem, wie viele man einfängt, desto unterschiedlicher werden auch die Nachrichten, die er jetzt ausspuckt. Okay, ich bin echt nicht. Würde die Kamera bitte mal nicht automatisch angehen? Danke. Erfolgreiche Geisterjagd setzt die kombinierte Verwendung von Taschenlampe und eine Schreckweg 0816 voraus. Hör, Kleiner. Das macht ihn zu schaffen. Und wie viele hast du nun ja? Eingesackt? Nun ja, vier Geister, gar nicht mal so übel. Das ist erbärmlich. Fein, du bist ganz schön in den Spitzen gekommen, was? Was hältst du von einer kurzen Verschnaufpause in der Galerie? Ich bin besonders stolz auf sie, weißt du? Nein, danke. Galerie kann man später mal reingucken, eventuell, aber nicht jetzt. Wo soll's hingehen, Luigi? Zur Villa, zum Trainingsraum, zur Galerie. Gehen wir doch zur Galerie, weil ab jetzt will ich nämlich eigentlich in die versteckte Villa rein. Achso, den Ball kann ich mal ganz kurz zeigen. Auf Geisterart fangen die Flügel an, sich zu bewegen. Gut. Abbrechen, willst du aufhören? Ja. Das Problem ist jetzt, in dem Moment habe ich aber nicht gespeichert bei der Datei. Gut, ist mir aber egal, weil ich gehe jetzt nämlich auf die Datei rüber. Wo soll's hingehen, Luigi? Zur versteckten Villa. Nun erstarne ich gleich vor Angst, Luigi. Ich weiß gar nicht, ob die ganzen Cutscenes jetzt überhaupt kommen. Ich hoffe einfach mal. Man spart mit der versteckten Villa halt nur den Anfang, das Tutorial im Endeffekt. Ich glaube, der Rest müsste eigentlich alles kommen. Würde mich wundern, wenn nicht. War der hier schon immer beim ersten Mal da? Hi. Stimmt, ah, der sitzt sonst auf der linken Seite, genau. Oh, wo steckst du noch, Mario? Schluchz, boah, was, Luigi? Oh, was? Oh, Spitz, du bist es, Luigi, du hast es doch noch geschafft. Bin ich froh, dem Himmel sei Dank. Warum ich hier bin? Nun, Prinzessin Peach bat mich hier, nach Mario zu suchen. Natürlich, genau an diesem Ort, weil auch jeder weiß, dass er hierher gegangen ist. Oh. Er brach sofort auf, als er hörte, dass du eine Villa gewonnen hast. Doch er ist nie zurückgekehrt.
Warum wissen alle, dass ich eine Villa gewonnen habe? Was ist denn das hier für ein Dorfklatsch? Als ich ankam, wimmelte es im ganzen Haus nur so von Geistern und von Mario weit und breit keine Spur. Da bin ich durchgedreht und ich wusste nicht mehr weiter. Das war furchtbar. Ich flehe dich an, du musst mir helfen, Mario zu finden. Du machst mir kein, machst dir kein Bild davon, wie aufgeregt die Prinzessin sein kann, sein wird, wenn er nicht zurückkehrt. Sie wird im Sechseck springen. Überlass mir das. Juhu, danke Luigi, da fällt mein riesiger Stein vom Herzen. Und wir haben Licht in der Stube. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Warte mal, ich hab's. Lass mich wenigstens das hier tun. Genau, speichern. Ist das Bild auch gespiegelt? Gefühlt ja. Ah, du kannst mich jederzeit um Hilfe bitten. Yay. Wollen wir das auch wirklich? Es gibt genau. Ich glaube, es gibt auch weniger Healing. Ich habe jetzt gerade wertvolles Healing im Spiel ruiniert und verschwendet. Ja, klasse. Die genauen Voraussetzungen von dem Modus kenne ich nicht. Achso, unser Game Boy Horror. Mhm. Items. Geister. Sind ein paar. Das Spiel hat ein bisschen Content. Das war kurz, aber ich glaube, so ein COD ist kürzer. Was traurig ist. So. Münzen, Münzen, Münzen. Okay, und wir sind zu. Jetzt, Moment, halt. Jetzt muss ich kurz gucken mit der Steuerung. Ah, das ist das Ding. Wackelt irgendwie ganz komisch. Das ist die Karte. Okay. Ja, so ein paar Stockwerke. Dies ist das, das ist das. Saugen. Ach, Kamera sag ich schon. Die Lampe habe ich nur bei Dunkelheit. Wo ist die Funktion? Ich suche gerade eine Funktion. Aber irgendwie. Achso, neben dem Gameboy unten ist auch irgendwie so ein Stern, aber was der macht, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil der Spiel schon durchgespielt ist. Wer hat das Tuch da direkt wieder aufgelegt? Der Knopf? Der Knopf. Achso, ach, das war der Knopf. Oh. Ja, ich muss erstmal. Ist die Steuerung. Wie ist die Steuerung invertiert? Moment. Böser Kronleuchter. Der Böse. So. Gut, die Tür hatten wir schon aufgemacht. Und wieder schön dunkel. Oh Gott. Ey, ich komme auf das Gespiegelte, glaube ich, gar nicht klar jetzt. Das ist, glaube ich, das Schwerste jetzt eigentlich erstmal. Jetzt weiß ich, was mein Problem ist. Ich habe zuletzt den zweiten Teil auf dem 3DS gespielt und ich bin noch voll in der Steuerung davon drin. Darum will ich die ganze Zeit Y drücken, um mit der, ja, Lampe nach oben zu leuchten. Das geht aber halt nicht, wenn ich nicht am 3DS bin. Muss ich nämlich hier. Und die Kamera ist invertiert. Kann man die umstellen? Ne, kann man nicht. Geklappt. Wer hat die Kerzen gelöscht? Etwa du, Herr. Nun, Dunkelräume bergen vielerlei Gefahren, ja? Die lieben die Dunkelheit und nun kriegen sie dich. Jetzt bist du dran, Buh. Ich hasse Scrolltexte. Ihr werdet es eher gehen wie vor diesem Rotkäppchen. Auf das du in der Dunkelheit umher ist, auf ewig. Okay, das geht mir zu schnell, um jetzt Stimmen auszudenken. Hast du Angst vor der Dunkelheit, kleiner Mann? Sag schon. Mach dich auf sie gefasst. Okay, ich muss sagen, so ein paar Sachen im zweiten Teil waren doch schön und schöner und besser gelöst. Gerade was Geister anleuchten angeht. Aber eventuell muss ich erstmal wieder reinkommen. Okay. Das ist auch ein Unterschied. Es kommen stärkere Geister direkt von Anfang an. Wir hatten jetzt im ersten Raum den 10er, 20er und 30er Geist, glaube ich. Und der 30er Geist, der würde gar nicht erst kommen bis vor Kapitel 2 quasi in Game. Nicht, dass ich wüsste. Und das. Ja, ist.
Ja, es macht das Spiel nicht schwerer, weil man hat immer nur 100 Leben. Aber es ist halt ungewohnt, um es nett zu sagen. Ah, hier nicht sonst Geld drin, irgendwie vermisse ich gerade hier Geld. Oder war es hier drin? Ah. Also ich nehme schon das ganze Geld mit, was ich finde, aber ich werde jetzt nicht speziell irgendwie Save States machen oder die ganze Zeit neu laden, nur weil ich irgendwie einen speziellen Geist, eine spezielle Sache nicht eingesammelt habe. Okay, da kommt auch nichts raus. Okay, die Verstecke für Geld waren im zweiten Teil deutlich besser gesät und häufiger. Gut. Dann habe ich hier alles. Catching. Und ja, das Spielprinzip geht eigentlich Raum zu Raum und Schlüssel für Schlüssel und Mini-Rätsel zu Mini-Rätsel. Also es ist einfach, eigentlich. So, Salon bin ich drinne. Gut, passt. Dann wollen wir doch mal die Tür öffnen. Nehmen wir die Tür unten im Foyer. Oder Foyer. Foyer, oder? Ich weiß nicht. Die hat ein paar Dornen dran, also da würde ich mir nur Schaden einkassieren, von daher, genau, so wie hier jetzt. Vorzimmer. Die Mäuse gab es sonst auch nicht, glaube ich, oder? Genau, hier werden jetzt, glaube ich, 3 Zehnergeister und jetzt ist hier ein 30er direkt schon mal. Es ist, wie gesagt, nicht schwerer eigentlich. Aber. Oh Gott. Wenn man halt das Spiel nicht kennen würde, dann wäre es schon ein bisschen hart. So, zack. Doch. Genau. Aus den Leuchtern kommt doch Geld raus. Okay. Giftpilz. Nicht einsammeln am besten. Und. Ich glaube, die sind auch öfter gesät, oder? Ich glaube, bestimmte Gegner später lassen die auch häufiger fallen als im normalen Modus. Es könnte doch schwieriger werden als gedacht. Das erste Kapitel geht relativ schnell mit Tutorial zusammen. In 3/4 Stunde. Das zweite ist auch noch relativ schnell. Ich wollte, wie gesagt, von Anfang bis Ende spielen. Aber um spätestens 12:30 will ich Schluss machen. Ich hoffe mal, dass es was wird. So. Nächstes Zimmer. Ankleidezimmer. Dann wird Hollow Knight gefallen. Ja, Hollow Knight war schön und gut. Gegen Ende habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Das war wahrscheinlich. Ich glaube, das war ein Goldgeist. Der hätte, glaube ich, Gold gegeben. Ah, das ist mies. Das ist nämlich eine gute Geldquelle gewesen. Ja, wenn man jetzt auf den Rang gehen würde, würde man jetzt resetten. Wir können uns die Ränge, also die Bilder dann am Ende angucken. Ein kleiner Spoiler vorweg. Man kriegt einfach nur ein anderes Abschlussbild. Ja, Hollow Knight fand ich gut, war schön. Die extra Bosse habe ich nicht gemacht, weil das wäre mir zu blöd auf Dauer. Ja, komm. Muss ich. Genau. Ich muss hier wirklich dicht daran gehen. Wenn ich hier weiter wegstehe, dann wird das nichts. Ich habe mich geguckt, so ein paar Bosse, vor allem diese ganzen. Ja, okay. Der Geist ist scheiße. Den mochte ich noch nie. Den sieht man mich nur durch den Spiegel. Wo ist das Problem? Wieso kann ich dich nicht treffen, vernünftig? Okay. Gucken, wo er landet. Das ist die bessere Variante. Lässt eigentlich jetzt jeder Kackgeist hier in den Giftpilz fallen? Oh Gott. Genau. Am besten gucken, wo die landen. Das ist das einfachere Thema. Die Lampe ist so weit oben. Ach so, ich war geschrumpft.
Oh, hatte beide angeleuchtet, aber nur einen bekommen. Okay. Ich glaube genau. Eigentlich war in diesem Raum auch, glaube ich, ein ganz anderer Gegner. Hier war, glaube ich, eigentlich ein grüner Geist ursprünglich. So, kurz um Hollow Knight zu beenden. Hat mir gefallen. Ich habe Videos gesehen, wie man die ganzen Albtraumgegner besiegen kann, die Bosse. Das ist mir zu blöd. 5 Minuten lang irgendwie dauerhaft ausweichen und immer nur 1, 2 Hits reinhauen, das ist mir zu blöd. Ohne HP-Balken, ohne dass ich irgendwie... Ja. Man kann bestimmt die Skills nutzen. Aber man hat auch zu wenig Sockel, wie ich finde, um effektiv was zu machen. Also es ist einfach eine Herausforderung, die ich ablehne. Okay, Schlüssel für die Tür. Man kann es zwar machen, aber man muss es nicht. Ist meine Meinung jetzt. Hier war trotzdem schön. So. So, kann ich hier eigentlich auch wieder oben? Na? Na? Nee. So. Ich möchte nur mal anmerken, wer hat bitteschön in seinem Garten einen Friedhof? Die ist ein bisschen creepy, aber okay. Hallo, kleiner Taut. Nicht rufen, sprechen. Mario, bist du nur? Was, Luigi? Oh ja, Luigi, zum Glück hast du mich gefunden. Da fühle ich mich gleich viel wohler. Nicht kalt draußen? Bitte, bitte. Bitte, du musst Mario retten. Ich habe schon überall nachgesehen, aber ich kann ihn einfach nicht finden. Wo mag er stecken? Und ich muss echt sagen, die Texturen sehen echt sexy aus. Ich sehe auch gerade, unsere Mütze ist gespiegelt. Das ist auch interessant, okay. Dass sie draußen Licht angeht, wusste ich gerade nicht mal. Okay, das wird gespeichert, nicht... Das wird gespeichert in dem Sinne, dass das Ding sich weiter dreht. Das ist auch interessant. Ich weiß gar nicht. Texturen sind, glaube ich, das Vierfache ihrer ursprünglichen Größe. So. Vierfache Dateigröße bei den Texturen ist schon nett, glaube ich. Ja. So. Okay, das sieht irgendwie blöd aus, das Bild da oben. Das wäre die Bild, aber okay. Moment mal, Luigi. Ich bin's, Professor Eigert. Ich halte Messwerte von Geistern, die alles bisherige übersteigen. Vermutlich, es handelt sich um einige der Geister, die aus der Galerie entkommen sind. Du musst wissen, dass sie sich wesentlich von all den anderen Geistern unterscheiden, die bisher untergekommen sind. Sie zeigen ihre Herzen nicht einfach so, ganz im Gegenteil. Wenn du auf einen solchen Geist triffst, solltest du zuerst den X-Knopf drücken, um dessen Herz auf Anhaltspunkt hin zu untersuchen. Manchmal erfährst du so, wie du sie am besten überraschst. Also Luigi, drück dir alle Daumen, die ich habe. Also 2. Wenn er jetzt mehr als 2 Daumen hat, dann das wäre gruselig, aber okay. So, hier gab es ein kleines Herz. Genau. Ich glaube, es gab sonst immer... Oder? Gab es... Nun, mehr kann ich mir nicht... Okay, ja gut, speichern. Wollte ich jetzt gerade sagen? Vergessen. Egal. War nichts Wichtiges. Wollen wir uns das mal angucken oder soll ich skippen? Es sind ein paar Türen in diesem Spiel. Es ist nämlich keine Ladesequenz. Die kann man sich einfach angucken oder man drückt sie weg. Es ist einem überlassen. Nämlich ein Geistermäuse hier. Also wie war das jetzt? Waren wackelnde Türen richtige Türen oder waren feste Türen richtige Türen? Okay, wackelnde Türen waren richtige Türen. Genau. Au. Gerade wegen solchen Kleinigkeiten würde ich gar nicht erst auf den Rang gehen. Okay. Wackelnde Türen waren richtige Türen. Arbeitszimmer. Oh. Das ist normal. Oh, diese invertierte Kamera ist nervig. Oho, weiter so. Versuch nur mich zu finden.
Ich kann dich sehen, aber du mich nicht. Hoho. Das denkst auch nur du. Ja. Aha, hab dich. Oh, ja, komm. Oh, ein perfekter Sog. Oh mein Gott. Das war unser erster Gemäldegeist. Gemäldegeister sind quasi die Bossgeister. Das ist Bossgeister, ja. Sie sind schon, sie haben bestimmte Muster, wie man sie fangen kann und muss. Das wird später noch interessanter. Die ersten paar sind jetzt simpel gehalten. Ja, und je nachdem, wie man die einfängt, kriegt man auch für die Geister beim Fangen eine Bewertung. Ich glaube, wenn man gar keinen Schaden nimmt, oder bis maximal 10 Schaden, ist ein Goldrahmen. Bis 70 oder 60 Schaden, glaube ich, ein Silberrahmen. Und wenn man überhaupt gefangen hat, kriegt man Bronzerahmen. Darauf lege ich es auch nicht an. ist aber nett zu wissen, dass es sowas gibt. Wollte eigentlich die Bilder. Okay, geht nicht. Ach, genau, man kann hier die Bücher lesen. Wollen wir die Bücher lesen? Ja, komm. Dort liegt ein Buch mit dem Titel Die käsehafte Anziehungskraft der Dunkelheit. Möchtest du es lesen? Ja. Dunkelheit übt auf Geistermäuse eine vergleichbare Wirkung aus wie Käse auf echte Mäuse. In der Dunkelheit strahlen sie eine goldene Aura der Zufriedenheit. Muss versuchen, noch vor der Morgendämmerung möglichst nah an eine heranzugelangen. Gezeichnet Gerd Gauder. Wow. Jetzt das Regal. Das eventuell? Du hast das Buch des Perikles gefunden. Lesen, ja. Es gibt spirituelle Wesen, die als elementare Geister bekannt sind. Sie kommen in den Elementen Feuer, Wasser und Eis vor. Das habe ich bei Avatar anders gelernt, aber okay. Die den Großteil unserer Welt bilden. Und diese Elemente. Wo bildet Eis bitte schön das. Okay. Feuer und Erde von mir aus, aber. Ja, Feuer und Wasser. Aber Eis? Um diese Elemente Herr zu werden, muss man im Besitz einer Elementmünze sein. Es ist im Bereich des Möglichen, dass elementare Geister nur dem Träger einer solchen Münze sichtbar werden. Okay. Good to know. Du hast Aigets Geisterfibel gefunden. Möchtest du sie lesen? Die Villa ist seit ein paar Tagen hier, aber es gibt eine Geisterfibel von dem Professor hier. Ja. Macht Sinn. Geneigte Leser, sicherlich hatten auch Sie schon mal ein Problem mit Geistern. Sich wahrlich nicht ohne weiteres erschrecken lassen, richtig? Verfügen über enorme Einfallsreichtum, wenn es darum geht, vor Lichteinfall zu schützen. Was also verehrte Leser schafft, wenn man von eben jenen sturen Astralgestalten aufs Heftigste bedrängt wird? Geht ihnen ein Lichtlein auf? Nun, zunächst einmal sucht man nach einem Hintertürchen. Eine Möglichkeit, sie in einem unerwarteten Moment zu erwischen und aus dem Konzept zu bringen. Zeigt ein Gespenst sein Herz, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um den kleinen Racker dingfest zu machen. Lassen Sie sich von mir versichern, dass ich auf diese Weise bereits Dutzende von Geistern fangen konnte. Achso, genau, stimmt. Bei ihm mussten wir jetzt einfach nur warten, bis er gehen und sein Buch vor seiner Brust wegnimmt. Und abgesehen von den Rängen mit dem Schaden, den man genommen hat, kommt es auch drauf an. Ja, man kann quasi, je länger man ihn am Stück einsaugt, desto mehr Perlen werden fallen gelassen. Und die Perlen sind dann für den Rang wieder ausschlaggebend. Nur so nebenbei. Du hast Rolanders Kinderpflegejournal gefunden. Willst du es lesen? Komm. Für Geister ihres Alters sind die Zwillinge auffallend schüchtern. Schließlich sind sie sogar verschwunden, um ihren Zimmerschlüssel fernab ihres Zimmers in dieser Villa zu verstecken. Sie rauben mir den letzten Nerv. Sie sind förmlich ausgerastet, als ich ihren Hubschrauber. Was? Als ich ihr Hubschrauber-Mobile bewegt habe. Geistige Jugend heutzutage. Wer durchblickt, schon, was in ihren Köpfen vor sich geht. Am Flashbang und nein. warte, Werbung. Darum habe ich einen Adblock. Aus solchen Gründen nutze ich Adblock. Ah, Gott. Na komm, Brille, setz dich richtig hin.
Nein, geht nicht online. Ist ein pures Singleplayer-Game. So. Katsching, neuer Schlüssel. G. Am anderen Ende des Ganges. Wenn man so genau überlegt. Eigentlich ist so groß ist die Villa auch nicht. Aber ich meine, wer kam auf die Villa? Ach, auf die Villa. Der zweite. Ja, ich glaube schon, aber der zweite ist auch nicht gut gewesen. ich meine, wer kam auf die Idee, ein Haus zu designen und im ersten Stockwerk zwei getrennte Abteile zu machen? Gut, wenn man sich irgendwie mit einer anderen Familie das Haus teilt, da macht es Sinn. Aber es ist ja eine Privatvilla für eine Familie. Also irgendwie, hier fehlt eine Tür irgendwo. Aber okay, ist der Architekt war nicht besonders helle. Er war nicht sehr geistreich. Ha! Okay. Nein. Jetzt fange ich schon mit solchen Sachen an. Die 3DS-Version hat, glaube ich, einen lokalen Multiplayer. Aber ich spiele schön das Original auf dem GameCube auf dem Emulator. Plus Texture Pack. So. Schlafzimmer des Hausherren. Jo. Schlafzimmer und... Na, wer ist denn da im Schlafzimmer? Ist mein Haar nicht hinreißend? Natürlich verbringe ich viel Zeit mit der Pflege. Ich war zu Tode gelangweilt, als ich in diesem Gemälde versteckte. Nun verbringe ich meine gesamte Zeit vor dem Spiegel. Auch wenn es den Leuten Angst einjagt. Hat sich doch noch alles zum Guten gewendet. Ja, ganz komische Geräusche, aber okay. So, dann wollen wir noch mal kurz gucken. Hallo, Taut. Meine Güte, es sieht wie Hechtsuppe. Ja, was war jetzt das Problem? Okay. Die Texturen sind zwar schön, aber irgendwie da ist ein kleiner Fehler. Passt aber. Okay, meine. Ja, Lampe war ein bisschen zu weit oben. Und nochmal weg da so. Nice. Das wird auch nur bei den ersten paar Geistern jetzt so sein. Diesmal bei den ersten beiden. Ich glaube, alle, die jetzt kommen, die werde ich garantiert nicht perfekt einsaugen können. Da gehe ich mal nicht von aus. Achso, das ist. Ah, genau. Hallo, Taut. Hätten wir nicht einfach durch das Fenster gerade da einsteigen können, direkt ohne Schlüssel? Theoretisch ja. Warte mal, hier war, glaube ich, war da nicht auch ein Herz drin? Nee. Hier? Nö. Ja, aber man konnte... Den konnte man drehen, glaube ich, oder? Macht das gerade eigentlich Sinn? In der Richtung? Glaub nicht, irgendwie nicht. Doch nicht? Moment. Andere Richtung vielleicht? Geht das? Achso, ja. Pusten. Nö. Nee, dreht es nur in eine Richtung. Dann halt nicht. Genau, irgendwas machen. Na. Zack. Da vielleicht irgendwas. Oh. Ein Goldbarren. Ich finde es einfach so schön, wie er die Kisten öffnet. Einfach ein paar Mal gegenstoßen. Und schon ist es offen. Also nebenbei schlaft man das Haus her, ja. Boah, das heißt, wenn sie jetzt die Frau war, theoretisch, dann war das der Mann da vorne. Das heißt, der schwächste Geist war der Hausherr. Macht keinen Sinn. Und nebenbei können wir ja mal gucken. Ja, man hat hier eine Übersicht, man kann hier auch was nachlesen zu den Geistern. Ich würde die aber ganz zu Ende nahe durchlesen, würde ich sagen. Oder nach jedem Kapitel irgendwie mal. Damit die sich nicht so anhäufen.
Okay. Ich komme gerade ein bisschen mit den Knöpfen durcheinander, weil ja, B und X quasi. Okay. Kindergeschrei in der Villa. Das ist nichts Gutes. Weil ich habe B und X quasi vertauscht von der reinen Belegung. Weil das sinnvoller ist. Wenn ich den ja, quasi den mittleren Daumen, also den Mittelteil vom Daumen, quasi das Gelenk vom Daumen, auf den A-Knopf habe, dann habe ich halt den B-Knopf direkt auch mit dem X-Knopf bedeckt. Dementsprechend macht das irgendwie mehr Sinn. So. Oh, alles in Pink. Und oh, da ist ein kleines Kind. Ein Baby. Ein Babygeist. Ist das nicht knuffig? Ich glaube, das ist aber ein Junge. Warum hier alles pink ist, verstehe ich deswegen nicht. Aber okay. Nehmen wir so hin. Hopp, Pferdchen galopp. Hopp, Pferdchen galopp. So. Hi. Wo kommen die Dornen bitte vor der Tür her? Das ist ein Fehler. Hallo, spielst du mit mir? Okay, Killer Baby. Killer Baby. Nein, ich will. Moment. Ich hab grad leichte. Aua. Probleme mit dem C-Stick wegen der invertierten Steuerung. Zack. Aua, du hast Aua gemacht. Dabei wollte ich doch nur spielen. Die Großen seid alle doof. Und außerdem bist du größer als ich. Mir reicht's. Nein, jetzt werde ich schon kleiner. Klein, glitze, glitze, klein. Klein und mittig. Gaga, gugu. Okay, das ist jetzt quasi ein Kapitelboss, ein Area-Boss. Das erste Area ist dementsprechend sehr kurz. Hat aber halt das Tutorial dabei noch. Und dauert halt eine Dreiviertelstunde ungefähr, wenn man normal spielt. Es könnte jetzt interessant werden, weil der Boss ist auf jeden Fall auch schwerer gemacht, das weiß ich. Was sagt er? Er sagt Ahnung. Cool. Böses, aggressives, kleines Geisterkind. Okay, er ist komplett abgeändert. Was ist denn das für ein Scheiß? Igitt! Normalerweise fliegen die Dinger nur geradeaus. Das Zickzack-Muster gefällt mir nicht. Au. Okay. Okay. Kann ich den eigentlich auch in einem Ruck? Wahrscheinlich nicht, nee. Nee. Immer bestimmt, aber kriege ich nicht hin. Jetzt, okay. What the fuck, Highspeed-Kind. Das hat er sonst auch nicht. Okay, das war deutlich langsamer normalerweise. Es könnte. Okay, das ist hart. Ich merke das Problem. Gott. Okay, jetzt wird das Spiel schwieriger. Wo ist denn die Bälle? Komm, ich krieg dich. Ja, und zwei anderen. Uff. Genau, den Bossgeist dann. Ach, oder. Nee, genau. Ich hab grad Bullshit erzählt. Bei den Bossgeistern, also den normalen Bossgeister, da kommt es darauf an, dass man sie in einem Zug durch, durchgängig einsaugt. Den Rang. Bei diesen Area-Bossen, da darf man keinen Damage nehmen. Genau. Weil die kann man gar nicht in einem Zug teilweise bekommen. Das geht gar nicht. Okay. So, warte, war nicht hier ein 50er Herz? Okay, die Herzen sind anders versteckt. Scheiße. Jetzt habe ich ein Problem. Gibt es überhaupt noch 50er Herzen zum Auffüllen? Ich habe das Gefühl, es gibt keine 50er Herzen. Es könnte problematisch werden auf Dauer. Zack. Oder gibt es nur jetzt noch nicht?
Egal, goldene große Truhe. Pinker großer Schlüssel. Luigi. Luigi, hörst du mich? Himmel sei Dank, du bist okay. Ich habe plötzlich die Verbindung zu dir verloren, weil ich in einem komischen Geister-Paralleluniversum gefangen war. Tut mir leid. Da war ich etwas besorgt. Du scheinst nach dem langen Kampf etwas außer Fuß zu sein, nicht wahr? Warum schaust du nicht mal im Labor vorbei? Weil du einen Bossgeist aufgesaugt hast. Area-Boss. In Anführungsstrichen. Ist dein Schreck weg nur nach Sätzen im Bärsten nahe? Fun Fact. Ich habe zwei normale Geister und einen Area-Boss. Das sind drei Geister. Andere Gebiete haben irgendwie fünf oder sechs normale Gebietsgeister und dann den Area-Boss auch noch. Das macht keinen Sinn, aber okay. Olti, ich schätze, du hast dem Bossgeist gezeigt, wer der wahre Boss ist. Ja. Ich war verwundert, dass der irgendwie neue Moves hatte, aber ansonsten war es okay. Gute Arbeit, Luigi. Du bist unversehrt zurückgekehrt. Nun, sieh dir mal das hier an. Annähernd 20 Jahre hat es gedauert, dieses Meisterwerk zu konstruieren. Ich bezeichne es als den Geisterporträfizierer. Diese Maschine ermöglicht es uns, die von dir gefangenen Geister in Gemälde umzuwandeln, doch damit nicht genug. Es funktioniert auch in umgekehrter Richtung. Okay, du möchtest wissen, wie das funktioniert? Nun, ganz einfach. Dazu musst du lediglich den Schreckweg 16 an diese Buchse anschließen. Da heißt es zugeschaut und mitgestaunt, Kleiner. Erstmal schön durchschleudern lassen. In der Waschmaschine. Die Gäste sind unsichtbar. Heute müssen wir sie in eine sichtbare Form bringen. Und Face sind unsere unerträglichen Gemälde. Silberrahmen, glaube ich. Aha, Goldrahmen. Und noch ein Goldrahmen. Weil ich halt einmal Schaden genommen habe, glaube ich, oder zweimal. Und wir haben es geschafft, die Geister wieder in Bilder zurückzuwandeln. Vielen Dank für deine Unterstützung, Luigi. Bisher gefangen, Bereich 1. Ramon. Rolanda. Louis. Sag, das ist ein Junge gewesen. Und das werden wahrscheinlich die einzigen Gold- und Silberrahmen sein, die wir sehen werden jetzt, heute Abend. Ich glaube, der Rest wird alles braun, bronzemäßig werden. Aber so könnten sie aussehen, die Rahmen. Achso, genau. Die Bilder auf den Rahmen. Je nach... Nicht nur der Rahmen ändert sich, ich glaube, die Bilder von den Geistern sind auch anders gemalt und anders dargestellt. Es sind viele Kleinigkeiten, die das Spiel hatte. Bei seinem Rangsystem. Zum Beispiel, ich glaube, hier Rolanda da unten, die ist jetzt so... Das Pastellfarbe, ich weiß nicht. Also ich glaube, die Gemälde sind alle aus Öl gemalt, aber dieser Malstil halt quasi. Der ist besonders. Ich glaube, wenn man Bronze hätte, wäre zum einen die Pose anders und die Malart ist anders. Aber gut, soll so reichen. Okay, es macht insgesamt zusammen mit den Perlen 4,4 Millionen. 4,5. Highscore, 176 Millionen. Für den Rang A braucht man 100 Millionen, soweit ich weiß. Oder 120. Ich glaube, es waren 100. Und wir haben jetzt auch im ersten Bereich 4,5 ungefähr. Es ist jetzt nicht viel, aber der erste Bereich ist auch der kürzeste. Und man kann hier am wenigsten einsammeln nebenbei. Dementsprechend, da kommt noch was. Wo soll's hingehen, Luigi? Zur versteckten Villa. Wir starren nicht gleich vor Angst, Luigi. Naja, in der Galerie können wir uns jetzt Bilder angucken, aber braucht man jetzt nicht. Ist eigentlich unnütz. Clipping Fehler, aber soll so sein. Eben dieses Gesicht. Gibt auch so ein bisschen, aber muss ja nicht an dem Texture Pack liegen. Achso, wenn ich ein Gebiet abschließe, habe ich wieder 100 Leben.
Nun, mehr kann ich jemanden nicht für speichern, wenn ich hier drin bin. Gut. Wo waren wir genau? Ach ja, genau. Das Geld quasi. Ich glaube, sobald ich aus der Villa raus bin, wird das Geld gesaved. Was ich in dem Area gesammelt habe. Bald immer nur nach dem Boss. Dementsprechend kann ich jetzt, glaube ich, nichts mehr verlieren. Und Perlen kann man eh nicht verlieren. Gut. Dann. Lesewütiger Vater Ramon, Alter 42. Im Jenseits angekommen, versucht er, die zu Lebzeiten versäumten Bücher zu verinnerlichen. Ja. Der spricht mir aus der Seele quasi. Wenn ich so nach rechts gucke zum Bücherregal. Ist ein bisschen was angesammelt. Das gleiche zählt eigentlich auch für Games. So. Halt. So. Wo ist jetzt? Achso, ein C-Stick. Achso. Spiegelfanate Mutter Rolanda, Alter 34. Warum ist seine Ehefrau bitte 8 Jahre jünger als er? Also ich meine, das ist... Okay, das ist... Also das Game Boy Horror ist auch ein bisschen verbuggt, aber man kann es erkennen. Jetzt muss man wirklich mal so betiteln irgendwie. Ich meine, gut, damals war es ja eh gang und gäbe wahrscheinlich zur Zeit der Geister da. Aber ansonsten... Maximal, finde ich, sollte die Altersspanne schon so 3 bis 4 Jahre eigentlich nur betragen. Gut, Liebe kennt kein Alter, aber irgendwo muss halt Schluss sein. Wenn wir jetzt mal, ja, und vor allem überlegen wir mal, die sind 8 Jahre auseinander. Während Roland, doch Roland dieser, nee. Moment, ich guck gleich nochmal. Sie schaffte, bei Rolanda, sie schaffte ihre Ersparnisse beiseite, um für ein Leben im Jenseits bestens vorzusorgen. Yay. Ramon, genau. Also während Ramon quasi 18 Jahre alt war, war sie 10. Das ist ein No-Go. Während sie 16 war oder während sie 14 war, war er auch schon über 20. Es ist halt, ja, so ein bisschen blöd. Wenn man das so, ich meine, gut, alles unter 18 ist halt immer so eine Sache dann. Mit so einem Altersunterschied. Aber jetzt bedenken wir, dass halt die eine Person 18 ist und die andere dann 25. Das sind auch 7 Jahre. Trotzdem sind beide relativ jung. Von daher, nee. Das fällt erst irgendwann ab den 30ern oder spätestens ab den 40ern fällt das erst auf. Aber naja. Ist es trotzdem merkwürdig. So. Kann ich eigentlich auch irgendwie zurück, bitte, ohne direkt hier komplett zurückgeworfen zu werden? Achso, ja gut. Einfach A drücken nochmal. Sag das doch, Spiel. Verwöhnter Balk Lewis, Alter 1 Jahr. Er schreit und schläft unruhig, was nicht so erstaunlich ist, da er schon als Geist geboren wurde. Okay, die haben das quasi ein bisschen entschärft und ihn quasi nicht... Okay, Geister können Liebe machen, das ist interessant. Gut, nehmen wir, wir haben jetzt den großen Schlüssel. Und die einzige Tür, die da bleibt zum Öffnen, ist die hier. Also man kann die Welle auch nicht frei erkunden. Es wird jetzt in Luigi's Mansion 3 dann ab Donnerstag, beziehungsweise Freitag, beziehungsweise weil ich Freitag Schicht habe, erst ab Samstag, auch nicht der Fall sein, dass es Open World ist, aber ich hoffe zumindest nicht mehr levelbasierend. Also wenn sie jetzt den dritten Teil auch levelbasiert machen, dann kriege ich es kotzen. Naja, gut. Normalerweise renne ich rechts lang, also renne ich jetzt links lang. Ich renne trotzdem jetzt rechts lang, um zu gucken, was hier rechts ist. Ah ja, die komischen Burger-Burger-Viecher. Die werden später nie... Genau, die werfen irgendwann Bomben. Jetzt muss ich kurz auf die Karte gucken, warte mal. Lohnt es sich jetzt hier schon... War nicht die Karte? Das war die Karte. Die Tür ist abgeschlossen, oder? Ja, ich bin auch falsch gelaufen. Nee, aber irgendwie doch. Genau. Abgeschlossene Türen, dann kommt immer die gleiche Sequenz. Sowas kann ich gerne aus... Na, komm.
Okay, mit dem C-Stick lenken ist doch ein bisschen blöder. Gerade wenn man nur nach oben lenken möchte. Das ist eine Fake-Tür. Die sein, aber die ist glaube ich zu, oder? Ja. Genau, die ist auch zu, oder? Ne, die ist offen gewesen zum Keller. Auf in den Keller. Ah, okay. Ist mal der Raum. Ja, dann habe ich ihn random angeleuchtet. Ich wusste, dass hier unten so ein Kackgeist ist. So ein Goldgeist. Jetzt habe ich schon 50 Leben verloren und habe nichts geschafft. Oh, die invertierte Steuerung. Die geht mir auf den Sack. Ich habe eine Idee. Moment. Controller. Einstellungen. C-Stick. Hoch machen wir mal runter. Und unten machen wir mal hoch. Das sollte das Ganze ein bisschen beheben, eventuell auf Dauer. Kann ich auch gleich da machen und dann kann ich das so fortsetzen. Oh mein Gott. Ich kann vernünftig steuern. Ja, die blauen Geister sind relativ schnell und eigentlich, ja, die spawnen halt nicht nochmal neu. Das heißt, eigentlich würde ich jetzt Spielstand neu laden müssen und weiter, aber will ich halt umgehen. So, nebenbei wartet aber genau, hier war ein Spiegel. Warum auch immer hier ein Spiegel ist. Die war zu, oder? Ja. Ich teste gerade noch so ein bisschen die Türen durch, damit ich gerade so ein bisschen Orientierung habe. Ich weiß, dass es da nicht weitergeht. Nur die Frage, wo genau. Nein. Die Steuerung haut mich gerade so ein bisschen raus. Und meine Nase kribbelt verdammt nochmal. Also die Steuerung ist echt deutlich besser im zweiten Teil. Wenn ich sonst links... Genau, hier müsste ich eigentlich jetzt als nächstes rein, oder? Ja, die haben auch nur 0 Life, von daher. Auch zu. Moment. Erstmal ignorieren. Also langsam wünsche ich mir, dass ich doch den Normalmodus gemacht hätte. Genau. Da ist das Zimmer, da ist das Zimmer. Das heißt, die Tür müsste offen sein, oder die... Nee, dann ist die nächste Tür. Oh, doch die. Besetzt? Okay. Dann ist doch der Raum hier offen. Oh. Ja, komm. Leute. Es ist ein bisschen unfair gerade hier. Der Raum ist ein bisschen klein dafür. Ein bisschen. Ja, hallo? Würdet ihr bitte mal aufhören? Auf engstem Raum mich hier. Oh Gott. Ich hab Life-Mangel. Habe ich schon mal erwähnt, dass das extrem beschissen ist mit den links-rechts drehen. Eventuell könnte dafür das Seitwärtslaufen besser sein. Eventuell. Ich brauche Leben. Hey, da sieht aus, als hättest du ein wenig Ärger. Vielleicht brauchst du etwas mehr Übung. Manche Geister versuchen dich zu packen und festzuhalten. In diesem Fall solltest du den Kontrollstick vor und zurück bewegen. Auf diese Weise schüttelst du sie ab. Ja, gut, sagt es er. Ja, der jahrhundertealte Überlebenskampf, mein Junge.
Bediene ich den Mut, Luigi. Eigentlich will ich jetzt nur ganz nett Leben haben. Na geil. In Life. Oh. Zack. Puh, normalerweise würde ich glaube ich nur bei beim letzten Boss aufgehen, aber ich glaube, könnte ich auch mein zeitliches segnen. In dem Modus. Und es liegt einfach nur an der Steuerung hauptsächlich. Ach komm. Es ist so lächerlich. Oh, oh, das war wichtig. Das war wichtig, dass ich den bekommen habe. Oh, ein weißer Diamant. Die habe ich, glaube ich, noch nie gefangen. Gab's überhaupt in der normalen Villa? Ich glaube, ja. Halt! Oh, okay, das war eine richtige Tür. Moment. Das war die Ausgangstür hier, oder? Ja. Die Doppeltür. Und bevor ich jetzt komplett drauf gehe, einmal speichern. Oh Gott. Dies ist hart. Das jetzt habe ich natürlich schon. Ich überlege gerade. Ich will was nachtesten gehen. Vielleicht gibt es das ja doch noch. Wenn es das Herz doch nicht gibt, dann habe ich Arschkarte. So. Und? Es gibt das 50er Herz echt nicht mehr. Oh Gott. Dann habe ich ein Problem, was Leben angeht. Oh, es sind halt extrem viele Geister in jedem Raum jetzt. Das macht das Ganze echt ein bisschen schwer. Bin sehr schwer. Ist da einfach mal eine Bombe vor mir geplatzt, gespawnt. Ja, ja, drücke Start. Wo soll's hingehen, Luigi? Zur versteckten Villa. Nyeh. was? Okay. Jetzt wird's arschig. Ich wollte zwar eigentlich von Anfang bis Ende durchspielen. Das war aber mit einer Kalkulation auf den normalen Modus bezogen. Ist der gespielte Modus jetzt so arschig ist, das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Eventuell machen wir die ersten zwei Bereiche heute und die nächsten zwei Bereiche dann das nächste Mal. Ich morgen. Ich habe extra heute eher angefangen, deswegen, aber ich glaube nicht, dass ich das durchstehen werde. Werde ich nicht überleben. Zu wenig Healing und bei dem Dead, bei dem Game Over. Ja. Bei dem Game Over wird es nicht wieder hergestellt. Versteckten Villa. Im schlimmsten Fall wechsle ich einfach, im schlimmsten Fall, wenn ich am 31. wirklich den zweiten, den dritten Teil nicht habe. Eventuell spiele ich dann am 31. nochmal von vorne. Aber dann mit Dingens. Wie heißt denn das? Im Normalmodus. Guck mal ganz kurz. Luigi's Hidden Village Arts. Jetzt sei nachgucken. Links uns auf Dauer.
Mit 6 Leben komme ich hier nicht weiter. Das ist aber nicht die Hidden Villa. Verdammt. Ja, toll. Das bringt mir nichts. Ich brauche die für den Secret Engine-Dingens. Menschen. Das bringt mir nichts. Auch die verdammten Herzen im Eden Village. Warum steht eigentlich Village? Secret Engine. So. Jetzt will ich gar nichts mehr oder was. So. Strategy Wiki, so, ich brauche doch nur einen Ort, wo Herzen spawnen. Ach so, okay. Jetzt wusste ich nicht, der Schreck weg ist 1,5 mal stärker als im normalen Modus. Darum sind die Geister auch deutlich einfacher einzusaugen gewesen, jetzt die ersten. Aha. Left right. Ja, passt. Okay. Dies ist only 250 HP hearts can be found. One in the drawer cabinet in the foyer. Roughly one in 10 chance of finding one. And in the courtyard found by walking the slim bankshot statue. Ja. 1 zu 10 Chance, dass hier drin 1 und kann ich eigentlich? Moment. Ganz blöd gefragt, kann ich? Nein, kann ich nicht. Das Ding ist quasi immer. Okay. Dies ist jetzt blöd. Am 29. Morgen am 30. Morgen kann ich Test anspielen, eventuell. Denn Option. Damit. In 16 Herzen komme ich nicht weit. Und man kann sich hier nicht refillen, quasi. Es ist quasi ein unfairer Hard Mode. Es ist schon eine Challenge irgendwo, aber ich hätte gehofft, dass es nicht ganz so schwer wird. Ja, und dann kommt. Ja. Nein. Nein. Okay. Erstmal die loswerden. Okay. Es ist noch machbar. Also es ist nicht unmöglich. Aber es ist scheiße schwer. Eventuell muss ich das Ganze doch auch dann ein, zwei Tage aufteilen. Okay. Nur Zeit für einen. Ach komm, wo war jetzt das Problem?
Euch lasse ich in Ruhe tanzen, weil dann lasst ihr mich in Ruhe. So. Oder ist das Ding, die Text woanders? Nee, ja. Ah, verdammt. Den zweiten nicht bekommen. Okay. Ja gut, es ist machbar. Aber wenn ich halt echt keine Herzen irgendwo einsammeln kann, ist es arschig. Ah. Ja, kommt. Darf doch wohl. Kannst mich also sehen? Wie schön für dich, aber meine. Welche wirst du nie und nimmer herausfinden. Ich will die andere noch haben. Ist ein bisschen blöd. Ja. Okay. Hm. Ach so, was ich gerade noch gelesen habe. Okay, die Räume sind und auf also von Anfang an dunkler. Okay. Ach so, ja gut. Hm, verkackt, weil ich es nicht gesehen habe. Hm, ach komm. Ach so, okay. Aha, gegen anlaufen. Soll mal sichtbar werden. Na kommt. Mal ran. Das muss man. Achso, okay. Es ist nur sein Herz. Okay. Zählt das jetzt noch als First Try mit einem Goldrahmen oder nicht? Ich hoffe ja. Wenn es zumindest irgendwie Leben nach jedem Raum geben würde, das würde das Ganze irgendwie einfacher machen. Und ich habe auch nur Damage an den ganzen roten Geistern gerade kassiert. Okay, Schlüssel dafür. Hm. Ja, die andere Alternative ist einfach nach jedem Raum, den man geschafft hat, einmal speichern gehen. Damit es nicht verloren ist. Achso, nach. Okay. Alle paar Räume refresh das Ding. Okay. Das heißt, es spawnt doch was raus. Ist nicht ganz so. Mies dann gedacht. Immer noch mies, aber nicht mehr so mies wie. Ja, hat noch gedacht. Nebenbei, das war der Ballsaal. Mit sich drehenden Plattformen aus irgendwelchen Gründen. Skippen oder nicht skippen? Das ist hier die Frage. Es ist immer die gleiche Animation, von daher. Du merkst gerade richtig. Genau, dieser grüne Geist, der wäre eigentlich in dem Zimmer mit 3 Schränken gewesen. Zack. Aber ich glaube, davon wären sogar 3 fast da gewesen in dem Raum. Zack. Die haben nicht mehr Leben, aber die haben. Grundsätzlich haben die. Meine Güte. Grundsätzlich machen die mehr Damage, wenn sie mich treffen. Wo ist gerade das Problem? Der trifft mich. Oh Gott. Hast getroffen? Herz, Herz. Nein, dann. Ich bin doch gerade. Warte mal. Ich habe 20 regeneriert und dann macht 20 Schaden. Na geil. Ich will den Blauen nicht treffen lassen. Gott. Ah, losreißen war natürlich auch Damage. Verdammt. Okay.
Wenn man nicht zu Anfang direkt den Rhythmus raus hat beim Saugen, dann geht's gar nicht. Ja, drei Stück und dann kriege ich nur einen in die Leine. Okay, ich musste abbrechen wegen den. Kommt doch nicht alle unterschiedlich raus. Oh, und dann 10 Damage wegen so einem Mist jetzt. Ist das mies und das sind gerade die ersten Räume. Ja, ach komm. Okay, alle drei. Nein! Nein! Oh mein Gott, ich hab's gerade noch eingesammelt währenddessen. Oh Gott! Geht hier echt einfach ein Run von Raum zu Raum. Er hat nur ein Leben gehabt. Ach komm. Was ist gerade das Problem beim Einsaugen von euch? Meine Güte. So. Ich würde viel lieber Herzen haben wollen. So. Nebenbei, entweder weiß man, dass da ein Schalter ist. Man sieht ihn durch den Spiegel. Oder man guckt durch den Game Boy Horror. Ich wusste das halt in dem Fall jetzt. Was habe ich als Kind nur rein zufällig rausgefunden? Weil der Raum ist nämlich eigentlich viel, viel größer. Danger. Mhm. Hm. Luke im Boden. Bald an der Wand. Rücken. Komischer Geisternebel. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Wer da? Wer wagt es, uns im Schlaf zu stören? Oh, es ist Luigi. Guckt mal, Leute. Luigi ist auch schon da. Wir passen ihm. Was? Reibung mit deinem Bruder und was hat er da auf? Ist der. Oh Gott, zu schnell. Alle in Deckung. Ich hasse autoscrollende Texte. Luigi, bist du in Ordnung? Das waren sie. Ich meine, das waren die alle die Geister von den Gemälden meiner Galerie befreit haben. Das personifizierte Böse. Die ganze Zeit habe ich mich gefragt, wo König Buhu und Konsorten abgeblieben sind. Sie haben sich also kreuz und quer in der Villa verteilt. Ja, prima, dass du sie hast. Sausen lassen, Luigi. Nun gut, dass du sie gefunden hast, aber vielleicht wäre es besser gewesen, hättest nicht alle einfach so entwischen lassen. Ist nur so eine Idee. Was soll's, schwamm drüber. Du sollst jedenfalls trotz allem mal hier unten im Labor vorbeischneien. Ich habe auf dich gewartet, junger Luigi. Dein Bruder scheint der Buhu-Gang in die Hände gefallen zu sein. Armer Kerl. So beruhige dich doch. Sie werden ihn schon nicht auffressen. Fragt sich nur, was aus ihm geworden ist, oder? Eigenartig, dass er nicht wieder zurückgekehrt ist. Eine weit verbreitete Annahme besagt, dass Buhus an Stärke gewinnen, wenn sie zu Meeren unterwegs sind. Scheinbar können sie auch ihre Kräfte bündeln. Diese Kräfte müssen deinem Bruder zum Verhängnis geworden sein. Wenn dir wirklich etwas daran liegt, Mario zu befreien, gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Du musst jeden einzelnen Buhu fangen und so die Kraft der gesamten Gruppierung schwächen. Es sind 50 nebenbei. Doch ihr Name bedeutet ja bereits an, dass Buhus sich gerne verstecken, um herauszuspringen, Leute zu erschrecken. Du wirst dich ganz schön ins Zeug legen müssen, um sie aufzuspüren. Doch keine Sorge, du bist nicht völlig auf dich allein gestellt. Der Game Boy Horror den ich dir gab, verfügt über eine geheime Funktion. Ich wusste, dass wir sie eines Tages gut gebrauchen könnten. Deshalb habe ich sie unter höchster Geheimhaltung entwickelt. Die Rede ist vom einzigartigen Buhu-Radar. Der Buhu-Radar blinkt rot, wenn sich ein Buhu in unmittelbarer Nähe versteckt hält. Yay. Mit seiner Hilfe kannst du alles absuchen, Luigi. Spoiler pro Raum ein Buhu. Mindestens. Soweit so gut, Kleiner. Eines nach dem anderen. Behalte einen kühlen Kopf und kümmere dich schön der Reihe nach um jeden einzelnen Buhu. Es läuft wie geschmiert, wenn man das Zusammenschiff von Control-Stick und dem C-Stick beherrscht.
Ja, das, woran es bei mir scheitert eigentlich. Das solltest du nie vergessen. Wo soll's hingehen, Luigi? So, versteckt die Villa. Habe ich jetzt eigentlich wieder Full Life? War jetzt ja in der Villa. Und regenerieren, eigentlich. Ja, ist auch mal die gleiche Sequenz. Okay, das ist Bullshit. Riesiger Buchflug vorbei. Sei bloß auf der Hut. Ja. Weiter. Es ist Bullshit. Wieso kann ich mich bei ihm nicht heilen? Geil. 10 Life. Oh Mann. Ja, in den meisten Räumen gibt es einen. Man kann also jetzt ganzen Räume wieder backtracken. Komm. Gar nicht. Da vielleicht? Nein, hier. Nein, Bombe. Okay. Tisch. Nein, Schrank. Rambu ist mächtig böse. Was? Wo zum Teufel? Wie gottverdammt schnell bist du auf einmal denn? Wir haben übrigens kein Herz in dem Sinne. Mir fällt auch gerade auf. Ich muss doch wieder invertierte Kamera reinmachen. Das glaube ich mit invertierter Kamera deutlich einfacher ist. Stick wieder hoch. Da unten. So. Soll das Ganze irgendwie einfacher machen wieder. Ja, gefühlt. Gerade bei dem Buhu ist es doch angenehmer, dann nach unten zu drücken. Nach oben. Ja, und das Geilste an den ganzen Buhus ist, die können die Räume hin und her switchen. Es ist vor allem später, wenn da nur noch ein Geist oder so fehlt, das größte Problem. Es gibt auch so ein paar Gegenden, da gibt es dann irgendwie 4, 5 Räume nebeneinander, wo man aber durch alle anderen Räume erstmal durch muss immer. Und die haben von Anfang an jetzt gerade schon mehr Leben, das ist blöd. Ja, macht Spaß. Wenn es halt wenigstens dafür ansatzweise eine gute Belohnung geben würde. Wie Leben oder so, aber es gibt dafür nichts. Ja, gibt's denn sowas? Du hast bereits deinen ersten Buhu gefangen? Ich habe diese Fieslinge untersucht. Nun, diese Buhu scheinen Licht nicht gerade zu mögen. So viel ist sicher. Setzen alles daran, sich in so unter Einrichtungsgegenständen zu verstecken, wenn sie in einem hellen Raum verstecken. Folgerichtig müsste man nur alle Lichter der Villa einschalten, um schnellstmöglich alle Buhus zu finden. Was hältst du davon, Kleiner? Okay, du kannst mir jetzt den Buhu schicken und mir deinen deine sämtlichen Daten senden. Also speichern. Das ist der einzige Vorteil, den es gibt. Gib acht, Luigi. Genau, wenn ich nämlich irgendwo gerade einen Raum fertig habe und direkt den Buhu einfange, dann kann ich speichern. Kennst du Game Buu Advance? Oh. Die haben leider alle solche Namen. Rambu von Rambo. Game Buu von Game Boy. Das haben sie hoffentlich im dritten Teil auch wieder. Im zweiten gab es das auch, von daher. Ich finde es schön, diese dämlichen Namen. Hervorragende Arbeit. Du bist wie ein Leopard auf der Jagd. Okay, du kannst mir jetzt den Buch schicken und mir deine sämtlichen Daten senden. Yay. Gib acht, Luigi. Oh, das Herz nehme ich gerne. War schön. Was denn jetzt noch? Geklopft. Ups, Hufschnüffel, sorry. Rammt der Penner mich einfach, um mein Leben direkt abzuziehen? Irgendwie. Haben sie die Namen geändert in der versteckten Villa? Weil irgendwie. Ich
dachte immer, die haben dann eine kurze Pause, wo sie reden und dann vorstellen. Mein Herrgott, die Berge. Du hast schon wieder einen. Luigi, machst du das nur? Okay, du kannst mir jetzt den Buch schicken und mir deine sämtlichen Daten senden. Wie ich das mache? Konzentration bei so wenig Leben. Oh Mann. Ach, genau, stimmt. Ich bin ja hier schon richtig. Kann ich auch noch wieder jeden einfangen. Also in den Fluren gibt es übrigens keine Weg, nur in den Zimmern. Ja. Mein Name ist für dich Tabu. Ah. Aber sie können zurück in den Flur reinfliegen. Theoretisch. Oder war es im zweiten Teil, wo sie sich so lange vorstellen? Ich glaube ja. Zack. Du bist der geborene Buu-Jäger Luigi. Okay, du kannst mir jetzt die Daten schicken. Bla. Acht. Oh mein Gott, ein kleines Herz. Geisterball. Ich bin's, Turbo, bin schon weg. Turbo. Er ist gerade rechts aus dem Raum raus, aber ist jetzt in der Mitte von dem Raum hier. Macht keinen Sinn. Jo, und rennt, wer weiß wohin. In so kurzer Zeit. Die sind, glaube ich, auch schneller als der normalen Villa. Auch ein bisschen blöd. Unglaublich, niemand kann dich aufhalten, Luigi. Okay, du kannst mir jetzt ein Buch schicken, mir deine sämtlichen Daten senden, speichern. Du hast bereits 5 Buus gefangen. Du scheinst ein echtes Gespür für diese Biester zu haben. Ja, in jedem Raum. Ich verstehe ja, dass du dir Sorgen um deinen Bruder machst, Kleiner, aber du hast doch alle Zeit der Welt. Also mach dir mal nicht ins Hemd. Ja, übrigens musst du eigentlich nie auf die Toilette. Erleichtert manchmal ungemein. Klingt mit dem Zaunfall. Okay, aber okay, ich finde mittlerweile relativ viele kleine Herzen. Das ist okay. Du sollst daran rumwackeln, nicht Mario rufen. Dann nennt mich Bulette. Die gute Bulette. Zack. Fantastisch, mach nur weiter so, Luigi. Okay, du kannst mir jetzt den Buu schicken. Speichern. 8. Zack, Spiegel fotografieren. Was soll das darstellen? Eine Antiquität? Ach, Moment. Geht das mit dem nicht, oder was? Doch, geh mit dem auch. Und Teleport zur Eingangshalle. Luigi, ein Buu-Jäger, flog ein riesiger Buu, ja, speichern. Gut, das heißt, in den ersten Räumen habe ich jetzt alle wieder eingesammelt. Oh mein Gott. Herzen. Okay, einfach nur zwischen den Räumen hinterherlaufen und einfach nur alles anbumsen, was geht. Und wieder jetzt. Speichern. Nebenbei. Welcher Raum ist denn jetzt? Ja gut, ich lasse. So, dann ist hier auch noch wieder einer. Bombe. Nee. Hallo. Ich bin was? Yolo? Ich hab jetzt irgendwie ein Problem beim Lesen. Oh, du Penner! Weißt du, wie schwer es ist, 10 Herzen zu finden? Ein paar viele Gegner. Wo ist er jetzt hingeflogen?
Und dann. Und solche kleinen Gegner machen so viel Schaden, ja, und dann. Oh, ist das bescheuert. Ne, Moment. Abbrechen. Offen. Ja. Moment. Wenn ich schon diesen Modus spiele, dann nutze ich jetzt auch jeden kleinen Trick. Ha. 42 Leben. Ich habe keinen Bufo gefangen. Hätte ich einen gefangen, hätte ich gespeichert. Von daher, alles richtig gemacht jetzt. Einfach resetten. Hallo, ich bin Bulala. Ach so, die Bulala war das. Okay. Das war die Bulala. Wie werde ich so weit weg noch getroffen? Hey, ist das eine Verarsche? Und die komischen Dinger, die gibt es eigentlich erst weiter oben. Gibt es eigentlich auf der Etage gar nicht. Ich hoffe, er ist hier. Ach, da war er eh zu. Und hier komme ich noch nicht rein. Oder? Doch, das ist die ganz normale Dingens. Aber hier ist er nicht hingeflüchtet. Okay, abbrechen. Hier, da kenne ich jetzt gar nichts. Spielstand abusing. Hoch 10 hier, aber. Arschen lasse ich mich nicht. Ich nutze jetzt jeden kleinen Trick, den ich habe hier. Ich fühle mich auch nicht schlecht dabei. Gerade nicht, wenn ich nichts gemacht habe. Moment. Okay, jetzt ist er nicht hier. Also, ja gut, da ist ja Geld drin. Oh, Barren. Kann man auch nicht verlieren. Das sind aber nur die Stühle hier, die eigentlich hier sind. Da vorne. Nee, dann noch. In der Wand. Okay, er ist hier gespawnt. Das ist gut. Okay, 10 Damage nehme ich noch hin, wenn ich dich davor einfangen kann. Zack, geht doch. Gut gemacht, kannst mir Wu schicken, ja. Speichern. Macht Luigi. So. Ich meine, ich könnte auch einfach sterben, wenn ich einmal Leben verloren habe in so einem kleinen Bereich. Von daher. Ich finde das Spielstandladen gar nicht so schlimm. Das würde nämlich jeder so machen. Du darfst Game Boot zu mir sagen. Ja, und was war das? Advance? Game Boot Advance. Warte, Game Boot und Game Boot Advance. Das war unterschiedlich hier, ich glaube, ja. Nebenbei das Mario, was er ruft. Es kommt immer drauf an, wie viel Leben er hat. Je weniger Leben, desto gequälter klingt es irgendwo. So, ignorieren. Da bist du. Da komme ich noch nicht rein in den Raum. Toilette. Yay. Schlüssel. Für den Raum. Ah, der Raum. Okay. Nebenbei. Ich habe etwas hier nicht Wichtiges ins Klo fallen lassen. Es war keine Absicht. Sorge dich darum. Oh, dann kümmerst du dich drum. Darum, schließlich bist du ja auch der Klempner. Wenn du das in die Hand nimmst, brauche ich mir ja keine Sorgen zu machen. Auch fein. Ja, ich greife dich schon in die Kacke rein. Oh Gott. Klischee. Wessen Idee war das, bitteschön?
Es ist böse. Was macht man nicht? Hier, Geld, Geld, Geld. Auch nichts raus. Da auch nicht. Ich würde speichern, dass ich Geld eingesammelt habe. Gut. Ein wandelnder Kerzenleuchter, Moment. Das kann nur eins heißen. Zack. Ach, selbst diese schöne Melodie bringt mich nicht weiter. Was soll ich nur tun, um ihr Herz zu gewinnen? Natürlich. Leidenschaft, darum geht es. Ich zeige ihr mein brennendes Verlangen, das ich empfinde. Eine lodernde Leidenschaft wird sie verzehren. Jo, mich auch. Was war hier nochmal in der Ecke? Das ist eine Fake Wall, oder? Nee, wo ging's denn hier hin? Warte. Ach, das war die Tür. Hier. Genau, die ist sonst auf der anderen Seite. Ah. So, dann habe ich jetzt hier für den Schlüssel, oder? Komm rein. Ich hab's zwar nicht angeleuchtet, aber okay. Hallo, komischer Geist. Um was suchst du mich? Wer bist du? Ich bin Madame Lecaro. Lecaro. Verloren gegangene Gegenstände ermöglichen mir den Blick in die Zukunft. Besitztümer anderer Personen inspirieren meinen Geist. Ah. Wenn du verloren gegangene Gegenstände findest, solltest du sie zu mir bringen. Dann wirst du Zeuge meiner weitreichenden Gabe. Cool. Ein Geist, der mich nicht umbringen möchte. Um was ersuchst du mich? Frag mir die Zukunft. Oh, Murmel. Nein, nichts. Ich nehme keinerlei spirituelle Vibrationen wahr. Okay. Die Tante ist für den Moment noch sinnlos. Ein Herz! Oh mein Gott. Herz hier allein, ging allein. In die weite Welt hinein. Und dann Barren. Um den Karren. Ich hab keine Ahnung. Oh nein. Spiegelsaal. Weil man so einen Saal auch brauchen will. Das wird jetzt problematisch, dieser Raum. Okay. Man sieht sie zwar, aber ich muss auf den Schatten achten. Das war wieder mies. Ah, Luigi dreht sich nicht schnell genug, das ist das Problem. Ach komm. Er dreht sich einfach nicht schnell genug, oder nicht vernünftig. Eventuell muss ich diesen Seitschritt mal testen. So, jetzt hingehen, Luigi. So, verstecken will er. Nur steine ich gleich vor Angst, ja. Warte mal, kann ich nicht eigentlich jetzt... Aha. Speichern. So. Wenn ich jetzt nicht mal auf seitwärts gehe. Was genau ändert sich jetzt? Es ist nur beim Saugen, oder wie ist das? Moment. Nee. Wie unterscheidet sich das jetzt nochmal? Kann ich das hier sehen? Auch nö. Steuerung seitwärts, Steuerung Standard. Weiß mal auf seitwärts. Kommt es auf die Lampe an? Das kommt auf die Lampe an. Ach so. Okay. Verstehe, was gemeint ist.
Moment, ich will ja auch. Genau. Dann drehe ich mich nämlich so auch um alle Ecken und kann trotzdem dann so drehen. Das heißt, so lenke ich nämlich auch mit dem. Wenn ich seitwärts mache, dann muss ich mit dem C-Stick lenken. Wohin ich gucken will. Das könnte eventuell einfacher sein, auf Dauer. Versuch mal einfach jetzt so. Genau, jetzt Madame Lecaro. Die muss man eigentlich anleuchten, aber okay. Ja, mit ihr haben wir jetzt geredet. Das brauche ich nicht nochmal. Ist natürlich jetzt ungewohnt, so zu spielen. Ich wollte eigentlich lieber das Herz haben, aber okay. Zack. So. Okay. Nein, das ist doch nicht einfacher. Das ist gerade bei denen schwerer, finde ich. Ja, aber auch nur. Ja. Das Leuchten funktioniert halt nicht so, wie es soll. Ah, Mann. Doch scheiße so. Gerade bei solchen Geistern. Wenn man sie halt im Nacken hat. Eine Option wäre jetzt. Moment halt. Oh mein Gott, ein großes Herz. Oh mein Gott. Okay. Ich speichere jetzt wieder sowas von. Oh mein Gott. Leben. Ich habe Leben. Okay, warte mal. Nach jedem Tod spawn ich ja neun, dann ist auch alles resettet. Aber das Leben vom letzten Mal ist da. Das ist der feine, aber kleine Unterschied. Okay. Ach. Diesmal nicht. Zack. So, wenn ich jetzt wieder auf seitwärts stelle, dann jetzt an die Wand stelle, einfach ganz hinten an. Dann wollen die nicht spawnen. Ja. Okay, wenn ich nicht. Den spawnen sie gar nicht. Nein. Okay, hab einen. Okay, dich habe ich gesehen sogar. Ganz leicht im Schatten. Okay. Das war mies. Okay. Noch ein. Ja, okay, jetzt habe ich gerade einen Bogen raus. Na komm. Lang gewartet. Gott, dich. Oh, ich hab alle. Oh mein Gott. Nebenbei, die Areale werden immer länger. Also, das zweite ist kürzer als das dritte und so weiter. Also, ja, eventuell mache ich doch nach dem zweiten heute Pause. Weil es sonst echt zu viel auf Dauer, glaube ich, wird bei dem Schwierigkeitsgrad. Naja. Eine rote Münze, zwei Münzen für mich. Yay. Hey Luigi, was hast du da gefunden? Das sollten wir mal näher betrachten. Oh, ach, das ist eine Feuerelementmünze. Nun kannst du Feuer einsetzen. Ganz recht, damit kannst du Feuergeister fangen. Wie, was ein Feuergeist ist, möchtest du wissen? Nun, triffst du überall dort an, wo eine Flamme brennt, mein Junge. Die Geister selbst bestehen aus Feuer, wenn du so willst. Wenn du dich einer Flamme näherst, scheuchst du die auf und sie flüchten in die Luft. Das ist der ideale Zeitpunkt, um sie aufzusaugen. Da kannst du durch Drücken der L-Taste Feuerstöße abgeben. Kannst du Eis zum Schmelzen bringen, Kerzen anzünden und so weiter und so fort.
Steuererfinderisch. Eine Anzeige am unteren Bildschirmrand gibt Auskunft darüber, wie viel vom jeweiligen Element vorhanden ist. Ist doch einfach, oder? Durchaus möglich, dass sich manche Geister nur durch Einsatz des Feuers besiegen lassen. Das solltest du nie vergessen, mein Junge. Sag später bloß, ich hätte dich nicht gewarnt. Noch wieder einfach. Ich glaube, das Spiel sollte ursprünglich, glaube ich, sogar für den N64 erscheinen. Wenn ich mich nicht irre. Okay, Bombe. Ah, hier oben vielleicht? Da oben? Hey, hier hinten? Tatsache. Übrigens auch von Kang Kongbu. Kongbu. Ja. Kongfu Kongbu. Mhm. Namen kommen aber nicht bekannt vor, teilweise. Bist du nicht zu bremsen, Luigi? Fantastisch. Schick mir den Buhu-Daten speichern. Ja, komm. Dann hab ich den Laden fertig. Gut. Ganz sachte Feuer sprühen. Sprühen und schießen. Okay. Das Gute an den Elementgeistern ist, die tun einem nichts. Die sind ganz friedfertig. Grube der Seherin. Da hast du ein bisschen Licht. Ah, da kriege ich einen Schlüssel. Gut, gut. Ich wollte gerade sagen, irgendwas war noch hier. Es ist die Tür am anderen Ende. Okay. Ah, das ist der. Okay, das ist der Raum. Okay. Den weiß ich Bescheid, was jetzt kommt. Leck mich. Ich versuche jetzt so fernzuhalten. Okay, ihr Deckenkrapscher gibt auch. Okay. Ihr gebt ein Herz, wenn ich euch treffe. Wissen. So. So, machen wir die Tür auf. Überspringen. Oh, noch ein Herz. Das ist mies. Daran kann ich mich nicht erinnern, dass das war. Okay. An euch in diesem Raum kann ich mich nicht erinnern. Warte auf. Okay, der linke Geist. Ja, du brauchst gar nicht hier klopfen wollen. Komm, lass mich kurz einsaugen. Yay, und das ist wahrscheinlich nur Geld, oder? Ja. Okay, das ist eine Fake-Tür. Jo, bleib cool, ich bin DJ Bubu. Oh Gott. Oh Gott. Bobo, Bubu. Mhm. Himmel, Herrgott, die Berge. Du warst schon wieder ein. Wie machst du das nur? Schick mir einen Bubu, sämtliche Daten, speichern. Mach du, EG. Gut. Also, wenn man so von Anfang an fängt, dann hält sie es in Grenzen mit dem Bubus. Die Räume sind später zwar immer noch blöd. Du hast Marios Mütze und sie ist sogar frisch gewaschen. Hm, cool. Jetzt können wir zu Milan Lecaro gehen. Aber ich glaube, das machen wir einfach einmal ganz am Ende dann mit allen Sachen. Es gibt mehr als das eine Ding. Von daher. Zeit sparen, wo es nur geht. Okay, die komischen Geister kommen mir nicht bekannt vor. Ach genau, die fliegen sonst nur, glaube ich, außen. So, Moment. Genau, war das hier?
War das denn? Muss dafür das Licht schon an sein? Irgendwo war hier nämlich. Genau da. Ja, das Ding jetzt treffen, das ist so eine Sache. Zack. Wusch. Verborgener Raum. Sehr viele Kisten. Geld, 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 Geld. Mario und Luigi Dollar. Cool. Okay, Fake. Ach, komm. Das ist war nur einer, okay. Noch mehr Geld. Hey. So. Solange es nur ihr paar kleinen Geister seid, ist mir das recht. Da habe ich nichts gegen. Okay. Fake-Truhen mit versteckten Geistern. Die große letzte. Ja. Warte ich mir das. Zack. Ah, und jetzt krieg ich noch eine Finale. Und jetzt geht das ganze Geldregen los. Der ganze Geldregen. Oh mein Gott. Blauer Kristalldiamant. Ein pinker Kristalldiamant. Rubin. Und ein grüner. Das war okay. Allein das war im Original. In der Originalvilla nicht. Das war definitiv in der Originalvilla nicht so. Dass da so viele sind. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Da waren deutlich weniger im Original. Dass hier nicht alles abfackelt, wenn ich hier mit Feuer rumschieße, wundert mich aber doch irgendwie so ein bisschen. So, noch ein paar Scheinchen. Das Gute ist, bei Treffern verliert man nur ein paar Münzen. Ein wenig Wert. Von daher sind Scheine und so immer das Beste zum Einsammeln. Wo lässt der eigentlich das ganze Geld? Genau, hier hatte sich ein Buch reingeflüchtet, kann das sein? Stabil. Ja, komm. Direkt gegen mich fliegen ist ein bisschen unfair. Weißt du das eigentlich? Nein, du fliegst jetzt nicht zurück in die Stufe. Hey, gut gemacht, Luigi. Okay, du kannst mir jetzt die Daten schicken und so weiter und so fort. Jo, mach ich. Gemacht, Luigi. Gut, der Raum ist clear. Spätestens hier muss man auch wieder lernen, dich umzugucken. Zack. Oh, nur ein kleines Herz. Aber ich halte mich irgendwie über Wasser. Okay. Riesiger Buhu, speichern. So. So. Ah, bekomme ich von denen Herz hin? Nee, krieg ich natürlich nicht. Zack. Welch Wohltat? Feuer, Feuer. Und der klingt, als ob er jetzt die ganze Zeit geh weg sagen würde. Ja, mach du mal. Falsche Richtung. Ich wollte gerade sagen, irgendwie. Geht sonst woanders lang. Halt nicht so schnell. Okay. Weiter verfolgen. Waschküche.
Okay. Ja, und jetzt kann ich dich einfangen. Wir müssen die großen. Ja, weil jetzt irgendwas dazwischen gekommen ist. Warum habe ich jetzt kein Front-Partier gehabt? Ah, leckt mich euch, Scheißgeister. Also ja, für einen kompletten 100% Run mit alles auf Gold und Max-Rang. Da sitzt man bestimmt um die 10 Stunden dran, wenn man immer wieder resetten muss. Allein wenn man AP farmen muss. Das Ganze alles für einen Schlüssel. Ich finde es aber schön, dass uns gesagt wird, wo der Schlüssel hingehört. Achso, in den Raum. Ist da nicht ein Buhu reingeflüchtet? Es ist zu viel gespoilt, wenn ich sage, wir haben fast das zweite Kapitel durch. Also das zweite Area. Das dritte kommt mir immer am coolsten vor irgendwie. Aber auch nur, weil im vierten rennt man quasi einfach nur die letzten paar Räume ab. Kommt ja leider nicht mehr so viel automatischerweise. Achso, es war im zweiten Teil, wo man die wenden konnte, genau. Okay, der nächste Kampf könnte jetzt schwer werden mit 28 Leben. Schon wohl gespeichert. Zack. Könnte problematisch werden, eventuell. Achso, in der Waschküche ist es auch wieder ein Buhu. Verdammt. Gar nicht dran gedacht. Zack. Zack und rein. Oh. Ein Musikzimmer. Cool. Leerer Schrank. Geister. Instrumente. Ich heiße Melodia. Man nennt mich die geistreiche Schönheit. Mich, die geistreiche Schönheit der Elfenbeintasten. Das? Achso, es war nur. Achso, das war nur einmal gescrollt. Welch eine rührende Darbietung. Seit Jahrhunderten hat mich kein Stück mehr der Art verzaubert. Du scheinst mir sehr musikalisch zu sein. Magst du dir meine Klaviersonate anhören? Gut, ich fange an. Du hast dicke Lippen, das fällt mir jetzt das auf. Übrigens, dieses Stück stammt aus einem berühmten Spiel. Kennst du diesen Klassiker? Was wäre, wenn man jetzt als allererstes dieses Spiel als Nintendo-Spiel gespielt hat? Also wenn man vorher kein Vorwissen hat. Dann hätte man jetzt einfach nur Try and Error. Aber es ist Super Mario Bros. 3. Ganz genau, du hast recht. Sehr beeindruckend, wie ich sehe, bist du musikalisch, annähernd so bewandert, wie ich es bin. Möchtest du dich vielleicht, nicht vielleicht ein wenig mit meinen lieblichen Notenblättern auseinandersetzen? Oh, waren das nicht sonst immer zwei Lieder, die man machen musste? Moment. Okay. Okay, warum ist es jetzt... Warum bin ich denn so hart abgekackt jetzt da? Bei ihr. Aber eigentlich ist. Okay, sie ist doch einfacher. Ich glaube, ich habe gerade einfach zu hart gegengelenkt. Ich finde es schön, wie die normalen Räume mit den normalen Geistern deutlich schwerer sind als die ganzen Gemäldegeister. So traurig. Und der ist jetzt für die Tür, genau. Was auch, wenn man den Zoom gebrauchen könnte. Aber okay. Mann. Ich mag den Raum.
Ich hab den Raum damals mal geliebt. Also ist eigentlich da oben irgendwas drin? Nee. Ja. So, rate, warum ich Bumeo heiße. Oh Gott, Bumeo. Bumeo und Julia. Achso, das ist die Fake-Bombe. Ah ne, da ist ja aber keiner reingeflüchtet, okay. Oh. Ja, und das ist das Schlimmste im ganzen Spiel, dass die immer von Raum zu Raum direkt hin und her gehen. Das ist wirklich extrem ekelhaft. Du bist der geborene Buchjäger Luigi. Okay, du kannst mir jetzt den Buch schicken und mir deine sämtlichen Daten senden. Speichern. Okay, es sind jetzt knapp 2 Stunden, die ich dran sitze. Nicht mal Bereich 2 fertig. Ach ja. So, jetzt schon früh. Viel zu früh aufgestanden heute. Na, ich glaube, ich werde morgen dann die zweite Hälfte machen. Und übermorgen dann Alan Wake oder so. Eine Überlegung wert. Zumindest reingucken wollte ich an Alan Wake. Mir gefällt es dir nicht, mit Lowlife rumzurennen. Speichern. Kann ich eigentlich? Mal ganz dämlich gefragt. Funktioniert das wohl? So ganz eine dumme Überlegung. Nein, verdammt. Es geht doch nicht. Ah, schade. Fake-Tür. Und ich hasse diesen Boss. Zack. Ah. Jetzt erstmal hier ein bisschen Geld einsacken. Achso, okay. Wenn ich ein Spielchen neu lade, dann muss ich die Besten einsaugen. Ich kann zumindest seinen Namen spoilern. Das ist Herr Scheunendrescher. Ich mag den Typen irgendwie. Wie soll man die bitte... Wie soll man diese dämlichen blauen Gelbgeister bekommen? Krieg's einfach nicht hin. Na gut, ich leg's eh nicht auf den Rang an, von daher. So, wie war das denn bei dir nochmal? Alle Lampen ausmachen? Kamera. Niemand sieht mich in dieser Finsternis. Nein, niemand. Niemals nicht. Hier ist zwar genau andersrum. Ups, eine neue Ability. Hört auf, Nachschub zu bringen. Er muss abnehmen. Ist das jetzt weg, oder? Okay. Ausweichen, wie er jetzt seine komische Essensrest rauskotzt. Und war irgendwann fertig. Jetzt. Nein, das war falsch. Okay. Komm gar nicht drauf. Jetzt. Ich will einfach nur aushalten. Und ich habe wieder beim ersten Versuch. Ist doch gar nicht so schwer eigentlich, beim ersten Versuch das zu machen. Zack. Türchen einsaugen. Das Problem ist einfach nur, dass ich Lowlife bin. Durchgängig. Hä?
Und das ist auch ein richtiger Diamant. Das ist ein Weiß. Zack, zack. Wir starten Bupa Bupa, klar. Au. Den Namen checke ich nicht, aber weißt du, was mein Leben abgezogen ist? Das gefällt mir wiederum nicht. Nicht jetzt treffen lassen. Alles nur nicht das. Okay. Ich muss nur zurück zum Safe Room quasi. Komm. Oh Gott. Und bitte einmal Herzen. Okay. One-Shot ist nicht ganz so gut. Hallo? Sprech den Tod an. Danke. Speichern. So. Ja. So. Wo war hier das Problem? Achso, ich hätte wohl noch nicht angefangen. Stimmt ja. Oh. Oh mein Gott. Der erste Geist, den ich bekommen habe. Oh mein Gott. Eigentlich, okay, wenn man weiß, wo er rauskommt, dann muss man klopfen, Lampe aushaben und direkt, ja, dann direkt ihn einfach nur treffen. So, jetzt habe ich den Geist, jetzt gehe ich nochmal speichern. Ganz still und heimlich schnell speichern gehen. Denn den Diamanten nehme ich mit. Vielleicht bekomme ich ja ganz zufällig den A-Rang. Luigi, Buhu, speichern. Geht bloß weg, Kackviecher. So, hier ist jetzt ja der Buhu drinne in dem Raum, weil ich habe den im Flur ignoriert. Ja, da irgendwo. Irgendwo hier. An der Wand. Ich? Hä? Was bist denn du? Das Laken? Decke? Was zum... Ach Gott, wirklich der Stuhl. Ich habe doppelte Probleme jetzt gerade. Wo ist er dann hin, wenn er jetzt nicht mehr hier in dem Raum ist? Ach Gott. Das ist so eine goldene Maus. Ich bin gerade voll im zweiten Teil drin, wo ich die anleuchten muss. Ach, cool. Das war ein One-Shot. Okay. Es war unerwartet. Nicht konnte ich die Datei auch wieder auf die erste rüber switchen lassen, weil irgendwie. Bug ist halt. Genau, wenn ich Game Over gegangen bin, dann spawnen die hier trotzdem mal direkt. Gut zu wissen. Also eigentlich wollte ich mich jetzt immer nur umbringen lassen und dann kann ich damit neue bekommen. Hm. So. Ist er wieder hier im Pool drin? Nee. Super, super. Was? Jetzt ist er doch hier in dem Raum wieder? Hä?
hat ihn doch angefangen zu. Hä? Das verstehe ich nicht so ganz, aber okay. Ist er wieder im Flur? Verstehe ich. Kann ich nachvollziehen zumindest. Jetzt hier hin oder wo? Hä? Ah, er ist wahrscheinlich in den Spiegelraum rein, oder? Will ich eigentlich jetzt gar nicht hin. Bevor ich den später nicht wiederfinde. Nee. Doch. Genau, und hier habe ich auch einen vergessen. Super Buffer. Ach nee, hier ist er. Lol. Er ist zwar eigentlich rein optisch in den verborgenen Raum gegangen, aber passt schon. Ist okay. Unglaublich, mir könnte ich aufhalten, stecken. Mhm. 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 Und hier habe ich auch komplett vergessen, den eigentlich einzusammeln. Ich bin Bukuk. Kannst du. Aha. Kannst du in den Raum nicht rein. Da. Kann er in den Raum rein? Nein. Nein, dann geh weg. Hm. Bombe. Nee, er ist doch hier drin. Und aus irgendwelchen Gründen sind ein paar Kisten wieder. Offen aus. Oh, guck, nicht schon wieder. Willst du bitte stehen bleiben? Danke. Beim Einsaugen sollten diese roten Flächen übrigens nicht sein, aber. Liegt, glaube ich, am Architecture Pack. Kann ich eigentlich hier auch wieder durch. Ja, kann ich. Achso, ja, kurz bin ich auch zurück wieder. Ist schon interessant gelöst, teilweise. Na ja, komm. Oh, Mann. Zack, rein da. Bist du einfach in den genialen Film begeistert? Ja, Buche schicken. Also sag nichts. Also nichts Tolles, von daher. Kann man es ruhig mal skippen. So. Bin ich eigentlich hiermit fertig mit dem Abteil? Naja, mach du mal da deinen Bugger und ich gehe hier. Krieg ich? Ich krieg. Oh mein Gott. Nein, nicht rufen, du sollst speichern. So. Ich war vorhin angepisst, wo ich angefangen habe hier in dem Bereich. Aber wenn man so ein bisschen Bug-Abusing macht, dann geht's eigentlich. So nebenbei. Hier. Dahin. So. Zack. Wollen die anderen rumskippen da. Wo stecken wir da? Cool, bekomme ich jetzt trotzdem nochmal was? Das hat. Okay, es funktioniert doch, wenn man einfach neu lädt. Oh mein Gott, okay. Ich bin gerade happy. Man kann das Spiel austricksen durch Resetten. Dann habe ich nichts gesagt. Wenn es dann doch hart auf hart kommt, dann kann man doch einfach sich Herzen da holen. Dauert zwar ein bisschen, aber so als gar nicht. Ich hab. Oh, scheiße. Ja, komm. Ist. Das ist der Nachteil, wenn man neu lädt. Da habe ich nicht dran gedacht. Das ist ein Geist aus dem Gefrierschrank. Das ist ein Eisgeist. Und was hilft gegen Eis? Richtig, Feuer. Und wenn man den Spielstand neu lädt, dann hat man kein Feuer mehr. Das ist jetzt ein bisschen blöd gewesen. Aber der macht auch Schaden.
wurde jetzt einmal getroffen und habe fast alles verloren wieder. Ja, auszuhalten. Die Tür alleine macht mir schon so viel Schaden. Hallo? Wo ist das Problem jetzt in dem Raum? Achso, hier kommen natürlich auch neue Feuergeister. Oh, das ist nervig. Ich krieg doch keine neuen her. Hä? Krieg ich nie Wasser her? Ach, Eis, sag ich. Ach. Feuer. Ich hab kein Feuer mehr, hä? Wie komme ich jetzt ans Feuer? Achso. Ja, hier glaube ich. Nee, da auch nicht. Okay, das ist bescheuert. Abbrechen. Die Saugkraft ist zwar stärker, aber das Feuer ist schwächer. Oder was? Ganz geil wäre es auch, wenn man erstmal die normalen Geister wegmachen könnte und dann die kleinen. So. Naja, speichern. Ist schon so ein bisschen cheaten, oder? Ich meine, es gibt keine Heil-Items ansonsten, von daher. Es ist den Umständen gegeben eigentlich schon ganz okay so. Zack. Erstmal alles hier loswerden, was hier nerven kann. Das ist ein Ofen. Ich krieg hier kein Feuer mehr her. Wenn ich einmal das Feuer ab. Ja. Also die spawnen einfach bei null. Okay. Oh Gott, die Audio ist hier voll kaputt. Merkt man richtig. Ich will eine Ausweichrolle haben. Achso, warte mal. Ach, wenn man die einmal aufgetaut hat, kann man dann... Ja, wenn man einmal aufgetaut hat, kriegt man eine normale Geisteranzeige für die. Okay. Das hatte ich nicht mehr auf dem Bildschirm. Dann ist es doch nicht so broken. Na? Okay. Zack. Und eine Wasserelementmünze. Hab, hallo Luigi, über was bist du nun wieder gestolpert? Oh, ach, das ist eine Wasserelementmünze. Und kannst du Wasser einsetzen. Meine Forschungen haben ergeben,
dass diese sogenannten Wassergeister das feuchte Nass verlassen, wenn du dich ihnen näherst. Du kennst den Rest. Staubsauger an und draufhalten. Mit der L-Taste, nachdem du sie eingesaugt hast, wenn du die L-Taste wahrscheinlich drückst, kannst du eine große Wasserblase abschießen. Mir kam zu Ohren, manche Geister ließen sich doch tatsächlich ausschließlich mit Wasser bekämpfen. Darüber hinaus lässt sich so manches mit Wasser säubern. Vergiss das nicht. Aber lass dich nicht von deinem neuen Wasserwerfer nicht zu sehr ablenken, Luigi. Ich glaube, das mit dem Wasser säubern, das ist doch eine Anspielung an Sunshine, kann das sein? Wahrscheinlich. Es muss eine Anspielung an Sunshine sein. Was denn sonst? Hi, Kollege, ich bin Booligan. Der Booligan. Der arme Booligan. Wo ist denn der jetzt hin? Im Flur, oder? Ja, der ist im Flur. Und auch noch in dem Flur. Ach komm. Ah, oder? Nee, er ist hier drin. In der Waschküche. Nein! Was soll das denn? Ich stand doch extra an dem Schrank dran. Nur weil der Kackspaß vom Geist abgehauen ist. Ohne ging, jetzt gibt's Ärger. Naja. Hervorragende Arbeit. Du bist wie ein Leopard auf der Jagd. Ja. Speichern. So. Gut. BB Wegscher, wie komme ich voran? Bescheiden. Also ich bin jetzt seit 2,5 Stunden ungefähr dabei. Okay, 2 Stunden 20 ungefähr. Und ich habe nicht mal den zweiten Bereich fertig. Ich wollte, wie gesagt, ja eigentlich von Anfang bis Ende spielen, aber ich habe, glaube ich, den Hard Mode, den Spiegelmodus, ein bisschen unterschätzt von seinem Schwierigkeitsgrad. Während ich im normalen Spielverlauf einfach durchlaufen kann, überall quasi, und mich dran freuen kann, dass ich durchkomme, muss ich hier teilweise sogar das Spiel resetten, um wieder mehr Leben zu haben. Weil man einfach kaum Leben hier regeneriert bekommt. Ich hatte gerade schon überlegt, ob ich eventuell das Ganze auf heute und morgen auslagere. Dass ich quasi heute 2 Kapitel mache, 2 Gebiete und morgen 2 Stück. Finde nämlich sonst ein bisschen arg nervig werden auf Dauer. So. Da habe ich Wasser und jetzt möchte ich mit dem Wasser bitte durch jeden anderen Raum durchgehen, den ich schon mal hatte. Denn ich muss jetzt Gärtner spielen und Blumen gießen gehen. Das macht man so als Klempner auch. Nein, es gibt im Haus verschiedene Blumen irgendwie. Kann man alle quasi wässern und dann kriegt man Rubine, Saphire, Smaragde und so weiter. Was merkwürdig ist, aber ich meine, dann würde ich auch Gärtner werden. Wenn ich einfach so eine Blume im gieße und dafür locker mal einen Diamanten bekomme. Warum nicht? Na, das war die Tür. Eigentlich gibt es feste Orte, wo die Blumen sind, aber ich weiß gar nicht wo. Beziehungsweise nicht alle. Also Musikzimmer ist eigentlich keine Blume. Oder zählt die da oben als Blume? Das ist als Blume? Es zählt nicht als Blume. Das ist keine zu bewässernde Blume. So. Genau, hier in der Dusche müsste jetzt ja auch eigentlich. Ja, eigentlich müsste ich ja hier auch jetzt dann Dinge bekommen können. Wassergeister, oder? Ja. Ich wollte gerade sagen. Ich werde doch wohl Wassergeister bekommen dürfen aus einer Badewanne. So, stimmt eigentlich. Habe ich gerade beim letzten Mal hier. Ach, das geht hier gar nicht. Oh, schade.
Den zweiten Teil kann man an der Klospüle umziehen. Schade, schade. Was für ein Raum? Abgeschlossen. Welcher Raum war das? Moment. Das war der Raum. Ach so, okay. Hier ist richtig. Das war Keller. Keller ist keine Blume. Nee. War aber mal da eine Karo, eine Blume? Nee, war das Feuer für den Schlüssel. Das Geld will ich eigentlich mitnehmen. Auch wenn ich es nicht brauche. Was ich mitnehmen kann, nehme ich auch mit. So. Aber ich glaube, hier gab es welche oben im Obergeschoss. Moment. War nicht direkt jetzt vielleicht hier, aber auf der anderen Seite. Vorzimmer. Blümchenlein ging allein. Hier sind Blumen. Aha. War da nicht gerade noch einer? Da gerade einer weggeglitscht, da hatte ich mir das nur eingebildet. Okay. Gehe davon aus, dass ich jetzt da keine mehr habe. Dass ich jetzt nichts verloren habe. Gut. Was ist da als Blume? Nee. Okay, solche Blumen zählen nicht in Vasen. Okay. Bei Ramon im Zimmer gab es auch eine, meine ich. Gab es im Schlafzimmer welche? Da gab es auf jeden Fall eine Blume in der Ecke. Die Frage, zählt die auch für Gießen? Nee. Okay, die Blumen in Blumentöpfen und Vasen zählen nicht. Aus irgendwelchen Gründen. Deine? Nee. Geht auch nicht. Aber wenn ich jetzt eh schon hier oben bin, dann kann ich auch noch bei Ramon gucken. Aber im Arbeitszimmer sollte eigentlich keine Blume sein. Nee. Gut. Jetzt ist die Frage, eigentlich geht das in jedem Kapitel einmal mit den Blumen. Ich weiß aber nicht, wie es jetzt mit denen da oben ist, ob das bei denen auch öfter geht. Ich würde mal von nicht ausgehen, aber ich versuch's trotzdem einfach jetzt mal wieder. In jedem Kapitel. Speichern. So. Waschküche. Gab's hier noch irgendwas? Krieg ich ja nicht Wasser her? Nö. Aber ich krieg ein Herz. Komm her. Danke. Hier noch irgendwo Wasser? Da. Aber aus dem Eimer Wasser bekomme ich keine Wassergeister. Gut. Naja. Irgendwie ruhig von der Decke runter, macht mir gar nichts. 58 Leben. Könnte rausreichen eigentlich. Ist ein bisschen wenig, aber sollte trotzdem reichen. Oh, und hier ist mal dieser Giftpilz, der hier rumfliegt. Geh woanders hin, Giftpilz. Keiner mag dich. So. Einmal die Tür anpinkeln. Ja, ich will raus. Danke. Oh Gott, der Garten ist auch mal sowas von
So, und da ist auf jeden Fall ein Blümchen. Und die müssen wir jetzt immer wieder gießen. Das ist die Hauptblume eigentlich im Spiel. Ich gehe auch nochmal sicher. Gut, jetzt hat's genug Wasser. So. Wuff, wuff, wuff. Mhm. Das ist der gute Hund, Gebein. So, jetzt habe ich ein Problem. Muss ich ihn nass machen? Hier, wo war es? Wie war das jetzt mit dir nochmal? Ich weiß noch einigermaßen, wie es geht. Gemein, verflucht. Bring doch endlich den Köder zum Schweigen. Ah ja. Ah, heran. Genau. Da. In den Knochen. Zack. Wie auch immer jetzt das gesagt hat mit Gebein, aber... Auch beim First Try, okay. Auch eine ganze Menge eigentlich beim ersten Versuch eingesammelt. Hm. Gut, aber... Jetzt nochmal speichern, sicherheitshalber. Bei den Goldrahmen nehme ich mit. Den lasse ich mir jetzt nicht mehr nehmen. Ja, die Musik ist auch ganz nett im Spiel. Ich mag sie. Komm, großes Herz. Na. Speichern. Hier einmal kurz versuchen zu cheaten. Vielleicht geht's. Start. Wo versteckt ein Villa? Da kriege ich nochmal 10 Herzen mindestens. Na? Verdammt. Hätte ja funktionieren können. Also man kann es gut an einem Stück durchspielen, aber an einem Stück durchspielen und gleichzeitig dann nebenbei noch quatschen ist ein bisschen hart. Hm. Wenn es jetzt wie gesagt der normale Modus gewesen wäre, wo ich weiß, dass ich relativ schnell und einfach durchkomme, dann hätte ich durchgespielt heute Abend, aber da es jetzt der Hardmode ist, den lasse ich mir dann doch ein bisschen Zeit für. Sprich heute und morgen. Morgen muss ich mal gucken, wie ich das schaffe. Wahrscheinlich muss ich sogar schon gegen 18 Uhr oder so anfangen. Wenn ich morgen relativ früh hoch muss. Klopf, klopf. Ich glaube nicht, dass er hier auf dem Friedhof ist, Luigi. Das wäre blöd. Ah, Herz, 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 Herz. Komm, gib mir das Herz. So. Also da ist der Baumstumpf, da komme ich zurück. Und noch ein Herz. Würde sich schon fast lohnen, jetzt nochmal wieder speichern zu gehen. Klopf, klopf. Ich glaube, irgendwas... Habe ich irgendwas vergessen? Moment. Warte. Nein, ich habe nichts vergessen. Hä? Müsste hier nicht eigentlich irgendwas passieren? Irgendwie... Moment. Ja, irgendwann erwischt das wohl jeden. Wow. Ist das mies. Oh, okay. Ich glaube, darauf habe ich gewartet, dass sowas passiert.
Das ist mies. Das sind ein paar viele von euch, wisst ihr es eigentlich? Das ist ein bisschen sehr mies. Ein Stück auf einmal von euch. Okay. Zack, ja. Das war auch interessant jetzt mit dem Stein. Warum seid ihr jetzt erst gespawnt? Weil ich jetzt alle eure Gräber angedockt habe oder was? Aha. Okay, jetzt will ich doch wieder nochmal speichern gehen, weil ich will es nicht riskieren. Ich komme hier nicht zurück, ich muss das immer so machen. Sieht ziemlich alt und zerbrechlich aus. Ja gut, ich kann's also. Ich muss immer die Gegner vorher machen, okay. Hallo Grabstein. Gold ist schön. Ein klassischer Geist. Cool. Und Geisteruniversum. Yay. Der Sound ist creepy irgendwie. Oh mein Gott. Das ist der komische Boss aus Dingens. Galaxy. Der Geisterboss. Ah, verdammt. Okay. Ich einsaugen? Komm. Ah, daneben. Nebenbei, der Geist sieht, ja. Er sieht sehr interessant aus, möchte ich anmerken. Er hat eine sehr interessante Form. So, was ist jetzt mein Problem gerade beim Treffen? Nein, ein Slimog sieht anders aus. Das hier ist kein Slimog. Jetzt kann man es eventuell besser sehen. Okay, jetzt kann ich. Ah, Schaden genommen. Scheiße. Eigentlich kann man den sogar relativ gut ohne Damage zu passieren. Oh. Okay, wenn sie sich booten, das ist blöd. Na, so, wo kommt er? Da hinten ist er. Ah, knapp daneben. Scheiße. Wir. Nein. Der Geist sieht aus wie ein riesiges Kondom. So, jetzt habe ich es gesagt. War das so schwer zu erkennen? Ah, drei. Oh fuck, ich habe nur noch ein Leben. Also ein Treffer quasi. Ja, mit ein bisschen Übung kann man das bestimmt hinbekommen. Vernünftig. Das war blöd. Er war doch der Partner. So. Komm, 16. Nicht schleppen lassen. Oh. Scheiße. Ja, komm, so ein bisschen sehen sie doch so aus. Also. Wenn man das Modell mal nimmt, sieht so ein bisschen aus wie welche. Aha. Scheiße. Wie gesagt, der Kampf ist nicht schwer eigentlich. Er ist auch nicht schwer, aber. Ja. Ich hab's irgendwie versucht darauf anzulegen, den auf Gold zu bekommen, aber. Es ist doch schwerer als gedacht. Hier, jetzt muss ich die Skelette wieder machen. Ih, ist das eklig. Jetzt ist hier wieder Skelett-Action.
Ja, klasse. Okay. Ja, jetzt kriege ich auch keine... Achso. Ich habe keine Herzen extra bekommen, aber ich kriege euch als Gegner jetzt wieder. So mag ich das. Kein Healing, aber Gegner. Ah, komm. Das ist ein echt blöder Winkel, wo ich gerade stehe. Ah, so. Na komm. Lass dich einsaugen. So, komm. Willst du noch? Andererseits, wenn ich dich jetzt einsauge, dann kann ich da hinten nicht mehr hin. Okay, da kriege ich ein Herz. Genau, das wollte ich nämlich haben. Ich krieg nur ein extra Herz hier. Keine zwei. Ist das mies. Jetzt habe ich zwei bekommen. So. Uff. Aber ja, theoretisch zu Slimebock besteht auch eine leichte Parallele. Eine sehr leichte. Pritzel, 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 Pritzel. Ja, es sieht sogar sehr gut wie Slimebock aus. Ist ja gut. Aber mein erster Gedanke war gerade, zumindest bei den schwarzen Varianten von ihm, das ist definitiv ein Kondom. Ein Kondommännchen. Irgendwie. Aber wie gesagt, eigentlich... Der Boss macht eigentlich nichts. Er spawnt die komischen Typen hier und lässt, glaube ich, mal ganz selten Blitze einschlagen. Das war's. Ja, weich halt aus, wenn ich direkt neben dir stehe. Hä? Was ist er denn? Okay, 45, das war gut. Achso, nee, die Blitze sind einfach nur seine komischen Klone. Ah. Okay. Zack. Weg damit und ich will das Große haben. So. Da muss Monster. Ah, oh, diese Ansicht ist halt so kacke zum Zielen. Das Einzige, was in dem Spiel scheiße ist. Die Sicht, wie man hier... Ja, wir nicht. Die Sicht, wie man hier umrennt. Ich weiß, ich darf nicht zu dicht dran stehen, aber trotzdem. Ey, wie soll ich ihn da noch treffen? Bleib weg, du kleines Mini-Ding. Wenn ich zu dicht dran bin, dann macht er halt das. Oh! Ey, wie soll ich noch zielen? Ist doch okay. Ja, dann kick mich halt und ruiniere mir meine Statue. Meinen Rahmen. Eine richtige 3D, ob. Ich wäre hier schon ganz geil. Oder ein Targeter auf dem Boden, damit man sieht, wo man hinzielt. Irgendwie sowas. Ey, ist ja gut. Warum trifft man hier nichts? Ja, weil ich
jetzt dicht. Ja, wo ist er jetzt schon wieder? Hallo. Er ist sogar noch gespawnt vorher. Ey, ist das mies. Jetzt ist er wieder gespawnt. Ey, was ist das Problem mit diesem Boss? Ist doch. Das ist doch nicht normal. Oh. Okay, leck mich. Gib mir jetzt einen restlichen Scheiß 45 Leben, wenn du dich jetzt noch los aus. Okay, doch. Oh. Wo war das Problem? Nebenbei ist es echt ein Friedhof. Eieiei. Mächtiger grüner Schlüssel. Da, 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 da. Luigi. Ja. Luigi, hörst du mich? Ich bin froh zu sehen, dass du in Ordnung bist. Dein Signal ging verloren, als dieser Blitz einschlug. Das war ja ein heftiger Kampf. Warum schaust du nicht mal in meinem Labor vorbei? Wie? Du fürchtest, der Blitz habe den Schreck weg nur aus 16 beschädigt? Nur keine Sorge. Selbst wenn der Blitz ein Stück Kohle aus dir gemacht hätte, der Schreck weg bekäme nicht mal einen Kratzer. Nicht mal einen Kratzer ab. Es ist. Macht mir nicht Mut. Das macht mir absolut keinen Mut, aber okay. Gute Arbeit, Luigi, du bist unversehrt zurückgekehrt. Dein Staubsauger scheint voller Geister zu sein. Was hältst du davon, wenn wir so durch den Geisterprofizierer jagen? Mhm. Mach mal. Wir waren diesmal vier? Waren es echt nur vier Stück? Nee, es sind ein paar mehr. Okay, ich kann sagen. Tänzer, Musikerin, der Dienstbote. Die Geister sind unsichtbar. Folglich müssen wir sie in eine sichtbare Form bringen. Im Feld sind unsere unentgeltreichen Gemälde. Ein Bronzerang für den. Gold für die Tänzer. Silber für den Typen, aber auch nur weil ich genervt worden bin unterwegs. Silber für sie wegen irgendwelchen Bugs, keine Ahnung. Gold für ihn. Gold für den Kleffer. Ja, war doch ganz gut eigentlich. Nun, wir haben es geschafft, die Gäste wieder in Bilder zurückzuwandeln. Vielen Dank für deine Unterstützung, Luigi. So, wie viel Geld habe ich gesammelt? 4,5 Millionen im ersten Bereich und im zweiten. Freundrescher, die schwebenden Turteltauben. Melodia, Pianissima, Herr Tatterich, Hector, der Finsterling. Hector? Der Hund heißt doch Gebein. Oder nicht? Ich meine, Hector macht mehr Sinn, aber Gebein? Ist doch immer Gebein, oder nicht? Oder heißen die komischen Knochengeister draußen Gebein? Und ich habe das verwechselt immer. Ich dachte immer, der Hund heißt Gebein. Aber ja. Gut, das Gemälde in Bronze, da ignorieren wir einfach mal. Es ist, ja. Beiden Silberdinger, die sind auch ein bisschen blöd gewesen, aber drei goldene. 50% Gold ist doch gut. 9 Geister insgesamt. Allein die Scheine sind jetzt schon mehr. Ja. 24 Millionen. In dem Abschnitt. Wobei halt, nee. Das ist meine Gesamtwertung aktuell, okay. 20 Millionen ungefähr jetzt in Bereich 2. 100 Millionen ist Ziel für A-Rang. Ich habe 2 oder 3 blaue Geister schon verpasst. Da kommt so noch ein bisschen was. Aber ich schätze mal so, dass es so auf die 80 bis 90 Millionen kommen könnte. Ich glaube, den A-Rang schaffe ich nicht. Naja, speichern. Oder zehn gehen, Luigi.
Na, jetzt ist die Frage. Ich wollte, wie gesagt, ursprünglich spätestens eins machen. Noch 2 Stunden. Aber in 2 Stunden garantiert nicht Bereich 3 und 4. Ich habe jetzt schon 2 Stunden für Bereich 2 gebraucht. Weit der kürzeste Gebiet. Und länger als bis 1 kann ich nicht machen, weil ich gegen spätestens 3 Uhr pennen muss, weil ich gegen 10.30 Uhr morgen früh einen Termin habe. Ansonsten, ich habe jetzt auch 3 Stunden gespielt. Dann würde ich heute wahrscheinlich einfach mal... Das ist gruselig. Ich habe angefangen zu streamen, bevor ich überhaupt normalerweise einen Stream starte. Verdammt. Normalerweise fange ich ja nicht vor 11 an. Aber gut. Dementsprechend, ich kann jetzt hier nichts abwählen, von daher zu verstecken, Bella. So, abbrechen, aufhören, ja, möchte ich. Und ja, das HD-Textback scheint zu funktionieren. Der Spiegelmodus, Hard Mode, der ist schon hart, man kann ihn aber ein bisschen austricksen teilweise. Ja. Aber werde ich mal, denke ich mir mal, morgen Abend weitermachen. Vielleicht wieder so um 18, 19 Uhr herum. Gehe ich von aus, weil je eher ich aufstehe, desto eher muss ich eigentlich anfangen, weil sonst bin ich zu müde beim Stream. Genau. Das war das Problem. Hier nochmal das Intro-Dingens. Brauchen wir aber nicht. Denn würde ich nämlich jetzt schon ausmachen. Ah, nach 2 Stunden geht eigentlich. Und dann bis morgen Abend sagen. Gute Nacht.